Tobi, du musst heute die Anmoderation machen. Was, wieso ich denn? Was ist denn mit Nils? Der ist im Urlaub. Was ist mit Eddie? Der ist auch im Urlaub. Nico? Der ist in Budapest. Ralf? Frankfurt. Was mit Gunnar? Der kann doch mal wiederkommen. Der ist nicht da. Marc Lehmann? Auch nicht da. Budi? Nicht bei Bundesliga. Simon kann das doch mal machen. Auf keinen Fall bei Bundesliga. Den Gag mit Florentin, den können wir doch nochmal bringen. Der ist leider auch im Urlaub. Was ist mit Peter Hüballer? Nein. Noah Platschko? Nein, der kommt nächste Woche. Daniel Boschmann? Nein. Daniel Düsentrieb? Nein, den gibt's nicht. Sandro Wagner? Nein. Michael Ballack? Gerne, aber nein. Irgendjemand kannst du doch dafür bekommen. Tobi, du musst es machen. Es führt kein Weg dran vorbei. Warte, du sagst, der Cold Open muss von einem Tobi gemacht werden. Ja, genau. Hi, ich bin Tobi und wir sind bei Bundesliga und es ist der zweite Spieltag. Sehr schöne Anmoderation. Immer gerne. Tobi Ahrens, unser Gast heute. Ja, ich habe mich gefragt, warum ich reinkommen darf. Jetzt ist mir klar. Ich habe einfach nur den richtigen Namen. Ja. Yes! So habe ich mir wieder mal drum gedrückt, diesen Cold Open zu machen. Den mag ich nicht. Na gut. Das ist nicht mein Ding. Habe ich gerne gemacht. Und er konnte nicht machen, weil er mal wieder durch die Welt reist. Nico, wo bist du heute? Wo erreichen wir dich heute? Ich bin in Budapest. Natürlich. Hier auf einem Festival. Ja, genau, selbstverständlich. Auf dem Ticket-Festival in Budapest. Ich versuche gerade verzweifelt noch einen schönen Hintergrund hinzubauen, damit das nicht so traurig aussieht hier in der Küche, in der ich sitze. Aber habe ich noch nicht geschafft. Bin aber ziemlich enttäuscht davon, dass du den Cold Open nicht gemacht hast. Das war meine Hoffnung heute. Es war deine Hoffnung, aber die Hoffnung wurde nicht erfüllt. Ja, wir haben es gerade schon gesagt. Nils ist nicht da, der hat sich in den Urlaub verabschiedet. Etienne ist nicht da, der hat sich in den Urlaub verabschiedet. Ralf Gunesch ist ja beschäftigt bei Eintracht Frankfurt. Als Übergangstrainer hat er da seine neue Bestimmung gefunden. Noah kommt nächste Woche mal wieder zu uns zu Besuch. Der gehört ja auch schon fast zum Stamm-Line-Up, könnte man sagen. Sag das nicht zu laut, da wächst da dran, das gefällt mir nicht. doch, der gehört schon fast dazu. Der kommt uns nächste Woche wieder besuchen, liebe VfB Stuttgart-Fans. Da könnt ihr euch auf viel VfB-Content freuen. Mhm. Heute, Tobi Ahrens, erzähl mal den Leuten da draußen, wo findet man dich? Was machst du den ganzen Tag? Warum ist es eine tolle Idee, dass du heute hier bist? Das müssen wir noch rausfinden, ob das eine gute Idee ist, ob es eine tolle Idee war. Normalerweise bin ich bei 11 Freunde und dort häufiger vor der Kamera zu finden, beim Themenfrühstück. Und wir hatten auch, glaube ich, mal die Ehre, einen gemeinsamen Podcast zu machen während der WM. Genau, bei der EM letztes Jahr haben wir diesen schönen Podcast dann gemacht, wo wir dann jedes Spiel analysiert haben. Und wir kennen uns auch. Wir schreiben uns jedes Wochenende. Stimmt. wenn ich mal wieder was beitragen darf bei 11 Freunde. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank, dass du hier bist. Ja, ich freue mich. Danke dir. Und ich würde sagen, wir starten direkt in den Spieltag hinein mit einer schönen Spieltagsanalyse. Mit einem Spieltag, wo ich jetzt sagen würde, da ist einiges passiert, ist auch einiges nicht passiert. Es gab so Spiele, die waren eher spannend, eher nicht spannend. Ich habe mir heute überlegt, dass wir so ein bisschen die Aufsteiger würdigen, die ja zwei schöne Spiele abgeliefert haben. Nico, du darfst gerne entscheiden. Möchtest du mit deinen Bremern anfangen oder wollen wir mit den Schalkern beginnen? Lass mal mit den Schalkern beginnen, sonst ist das ein bisschen doof, wenn wir gleich am Anfang damit starten. Schalke im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Samstagabend. Nico Stotterbeck hat sich ein bisschen drüber lustig gemacht vorher. Hat ein paar Punkte bei BVB-Fans abstauben wollen, was ich auch so ein bisschen. Billige Punkte, oder? Ja, billige Punkte irgendwie. Er hat gesagt, Topspiel auf Schalke, das geht doch gar nicht. Na Junge, du bist seit 2 Monaten in Dortmund. Naja, gut, er lebt die gelbe Wand. Das stimmt, aber Marco Reus, wenn der den Spruch gebracht hätte, wäre es, glaube ich, was anderes gewesen. Yes. Sagen wir es mal, wie es ist. Und er hat ihn nicht gebracht. Aber das Spiel war ein sehr gutes Spiel, fand ich, oder? Hast du es verfolgen können? Ja, ein bisschen. Ja. Ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil meine Wette war, dass wir bis zum 4. Spieltag den Gladbach-Hype-Train erleben, bis sie dann gegen die Bayern spielen müssen. Oh. Und dass sie jetzt in der letzten Minute noch einen reinkriegen und somit nicht mit 9 Punkten aus 3 Spielen starten können, finde ich ein bisschen traurig. Aber das Spiel hat natürlich einiges hergegeben und ich finde auch ein verdienter Punkt für Schalke da schon mal vorweg. Oder? Ich würde auch sagen, ja. Also ich hatte das Gefühl, dass Gladbach ein bisschen gebraucht hat, um das Spiel zu finden. Also Schalke ist ja wirklich, die haben sich jetzt ganz diesem Kampffußball verschrieben, wie man es ja unter Kramer erwartet hat. Die sind ja richtig in die Zweikämpfe reingegangen von Anfang an, haben halt geguckt, okay, wir stehen kompakt, aber gehen immer wieder vor.
Und Gladbach mit diesem typischen Gladbacher Spiel, wie man es aus der Vergangenheit kannte, also jetzt nicht unter Hütter oder unter Rose, sondern aus der tieferen Vergangenheit, viel Ballbesitz, viel quer, viel hin und her. Mein Kickbase-Team hat sich bedankt, weil Itakura irgendwie 5000 Pässe gemacht hat und LVD auch irgendwie 3000. Also beide mit sehr, sehr viel hin und her. Und ich hatte das Gefühl, dass Schalke nach 70 Minuten eigentlich komplett platt war. Also, dass die wirklich vorher alles rausgehauen haben und dann waren sie so ein bisschen so, oh Gott, Hitze, Stadion voll, ja. Gladbach spielt da hin und her und Gladbach hat da dann auch die beiden Tore geschossen, hat dann irgendwie nach hinten heraus eigentlich diesen besseren Eindruck gemacht, bis dann eben Patrick Herrmann die Hand ausgefahren hat. Ja gut, ich glaube aber für Gladbacher Verhältnisse total ungewohnt, ne? dass man nochmal zurückkommt. Ich glaube in der vergangenen Saison haben sie irgendwie 2 Siege noch geholt nach Rückstand. Also zumindest zeigt sich da ja auch, dass sich unter dem neuen Trainer ein bisschen was wandelt. Nicht nur was die Spielkultur angeht, sondern auch wie man zurückkommen kann. Ist halt krass, dass du an den ersten beiden Spieltagen gleich direkt zurückkommst. Klar, okay. Einmal zu 10 gegen Hoffenheim, also Hoffenheim gut, zu 10 und jetzt gegen Aufsteiger, muss man ja auch immer dazu sagen, Schalke ist ja ein Aufsteiger. Hast du das noch verfolgt, Nico? Oder du hast ja auch mal Kontakt zu deinem Kollegen und Podcast-Kollegen auch Pillard, war bei euch auch vergangene Wochenende beim Podcast zu Gast. Wie ist die Schalker Stimmung nach dem 2-2? Das sind ein paar Sachen, die ich noch mit anknüpfen wollen würde. Die Stimmung ist frustriert. Das war das, was auf jeden Fall direkt in unserer WhatsApp-Gruppe dann so stattgefunden hat, das Gefühl, dass es wieder verschenkte Punkte waren aus Schalke, aus Pillers Sicht, wo ich glaube ich so ein bisschen relativieren wollen würde aus, man muss sich immer noch klar machen, wer Schalke ist, also es ist halt ein Aufsteiger und kein Spiel wie früher zwischen Schalke und Gladbach. Gladbach, ich glaube der Hype-Train, der fährt weiter. Wenn du denen zuhörst, wenn in den Interviews danach, das ist zum Beispiel, ich habe das Spiel komplett gucken können, ich habe Bremen komplett geguckt, deswegen habe ich da ziemlich viel auch mitnehmen können. Ich habe das Gefühl, Gladbach hat dieses Selbstbewusstsein und auch die Struktur in der Mannschaft, dass sie sich jetzt zusammenraufen mit dem ganzen Talent, das sie haben und nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander spielen. Das heißt, die werden diese Saison, glaube ich, richtig, richtig, richtig viel Spaß machen und entsprechend auch Kräfteverhältnis hier eigentlich dann klar gemacht irgendwann, dass Schalke aber 70 Minuten lang das Spiel mitbestimmen kann. Ist ja auch nachvollziehbar aus dem Hype-Train, sagen wir es mal so, der auf Schalke gerade abfährt oder abgefahren ist mit Aufstieg. Denn genau so läuft das ja da. Das ist alles hochemotional, da ist sehr viel Intensität im ganzen Spiel. Da läuft viel natürlich auch über dieses Publikum, glaube ich, zu Hause, das dann hier dazu führt, dass sie vielleicht hinten raus dann auch noch die paar Prozent mehr haben, um sich nochmal zurückzukämpfen. Ich glaube, man kann trotzdem aus Schalker Sicht mit einem Punkt gegen Gladbach am Ende der Abrechnung ganz zufrieden sein und Gladbach sich mehr ärgern. Und die letzte kleine Note ist halt der VAR, ne? Also wenn ich überlege, wie letzte Woche jeder Schalker in Kölner Keller wollte, wird es Zeit, dass sie ein paar Blumen schicken vielleicht. Obwohl es nicht alles also war nicht falsch, aber es waren ja so in den Diskussionen schon viele 51-49 Diskussionen, die ich überall zu den Entscheidungen gesehen habe. Es war ja noch mit die klarste VAR-Entscheidung an diesem Wochenende, oder? Also zumindest von denen, über die man diskutiert hat. Ich finde, da war die Hand draußen. Also der Schiri, das ist ja ein klassischer VAR-Fall, oder? Der Schiri hat es nicht wahrgenommen, offensichtlich, aber die Hand war draußen. Ja, klar. Ja, ich fand die Diskussion so lustig darüber, dass es eventuell Haare und wenn Haare, also Kopf dran, dann eventuell kein Hand. Es hätte halt auch andersrum laufen können, dass dann Haare dran wären, dann hätte Schalke wieder keinen Elfmeter gekriegt, was das relativ offensichtlich gewesen wäre. In diesem Fall war der VAR, vielleicht haben sie da gedacht, nee, egal, das Bild, mit dem, wo er den beim Kopf berührt, mach das mal, lösch den Frame mal, wir nehmen das, wo es deutlich ist, Spaß, ne? Aber insofern schon lustig, dass sie dann den VAR bejubeln konnten. Darum geht es mir hauptsächlich eigentlich auch gar nicht um die Diskrepanz in der Entscheidung oder so. Sportlich nochmal, ich bin da auch immer, das ist die Frage, die ich mir so stelle, eine Taktik, die halt 70 Minuten lang aufgeht und dann 20 Minuten so offensichtlich nicht mehr. Ist dann immer die Frage, ist das eine gute Taktik, wenn du deine Spieler halt in den ersten 70 Minuten so verausgabst und dann in den letzten 20 war ja Gladbach hoch überlegen und das ohne diesen Elfmeter wäre da aus Schalke, sind wir auch ehrlich nicht mehr rangekommen. Also es war ja der einzige annähernd strafraumnahe Situation, wo sie halt durch den Standard dann eben diesen Elfmeter bekommen haben. Da auch wieder die Frage, bin ich immer so selber, okay, einerseits kannst du die 70 Minuten loben, da haben sie sich halt voll reingeworfen, haben halt auch Gladbach das Leben richtig schwer gemacht und hätten auch Konter noch mehr aus dem Kontern machen können. Und dann 20 Minuten wurde dann einfach nur noch, du merkst, die Spieler, die könnten gleich eigentlich alle auf den Platz kotzen, so am Ende sind die.
Ja, stimmt, aber zeigt das nicht eigentlich auch, dass Schalke oder zumindest die Schalker Mannschaft selber weiß, wo sie gerade steht im Vergleich? Also das ist ja eigentlich eine Strategie, die du wählst, wenn du selber weißt, du bist eigentlich unterlegen. Das heißt, du versuchst in den Minuten, die du sozusagen kannst, ob das jetzt 70 oder 45 oder nur 10 sind, irgendwie ein Wunder zu bewirken, in Anführungszeichen, oder so hoch in Führung zu gehen, dass du die Restzeit überstehst. Also das ist doch eigentlich Sinn und Zweck davon, oder? Von daher finde ich es eigentlich ein positives Zeichen, dass Schalke den Weg jetzt gerade geht und sagt, okay, gegen solche Gegner können wir nicht 90 Minuten auf Augenhöhe mitgehen, dann probieren wir es lieber über 70. Und in einer idealen Welt führen wir dann 3-0. Das ist auch das, was ich meine mit der Energie, die da drin steckt. Ne? Also das hast ja die einzige Chance als Schalke im Moment. Das ist nicht mehr Schalke gegen Gladbach auf der Höhe, sondern du musst als Schalke alles mitnehmen, was du kriegen kannst. Und da bin ich voll bei dir. 70 Minuten durchziehen und glücklicherweise vielleicht führen. Und im Zweifel selbst eine 1-0-Führung kannst du ja nach Hause bringen und dann bist du mit dem Punkt nicht ganz unzufrieden. Das sind auch alles Werte, mit denen Aufsteiger, glaube ich, arbeiten kann und muss. Mhm. Ihr hattet in eurem Magazin Elf Freunde ja eine, ich glaube, vor einem letzten Monat oder vorletzte Ausgabe war ja die Titelstory zu Schalke, wo Christoph Biermann ja bei Schalke war und die Frage aufgeworfen hat, ist das jetzt ein neues Schalke, das wir nach dem Aufstieg erleben? Mhm. Würdest du sagen, dass wir jetzt auch eben nicht, wir können jetzt spielweise auch mit dem Rest des Clubs verknüpfen, dass da jetzt so eine gewisse Sinn für Realität eingekehrt ist auf Schalke nach diesem Jahr in der zweiten Liga? Man hat es jetzt auch bei Itakura zum Beispiel gesehen, der wurde ja nicht ausgepfiffen, gar nichts, der wurde ja applaudiert als Aufstiegsheld und da haben halt alle auch eingesehen, okay, der war nicht machbar für uns und jetzt spielt er in Gladbach und haben halt alle applaudiert mit der realistischen Einschätzung, dass er halt für Schalke nicht wuppbar ist, aber für Gladbach schon, was ja auch so ein von der Fanbasis ein gewisses Eingeständnis ist, wo man steht. Ja, genau, und das ist ja irgendwie auch, glaube ich, eine Frage, ob das durchzuhalten ist, oder? Also jetzt mit dem großen Erfolg in der zweiten Liga aufzusteigen, dann am Ende hast du immer positive Reaktionen, die überwiegen. Und jetzt wirst du ja definitiv im Laufe der Saison Situationen haben, wo du sehen wirst, okay, identifiziert sich ein Großteil der Fans und des Vereins mit dieser neuen, mit diesem neuen Weg, mit dieser neuen Weise, oder beginnen dann wieder die Diskussion? Also jetzt zum Beispiel geht es ja wieder los, so Schwolo, ist er wirklich die Nummer eins oder nicht? Und daran wirst du, glaube ich, schon sehen, völlig unabhängig davon, ob Schwolo jetzt da einen Torwartfehler gemacht hat, was ich nicht finde, also ich finde, es ist nicht sein Fehler, aber daran wirst du ja irgendwie sehen, wie so ein Verein gewachsen ist und ob er so eine Diskussion auch mal aushalten kann und sagen kann, nee, wir halten an unserer Eins fest, oder ob es gleich wieder losgeht oder und aufbricht, nur weil Schwolo vielleicht auch am nächsten Spieltag einen Fehler machen wird. Warum fandst du, war das nicht sein Fehler? Weil ich finde, dass Kral da einfach weggehen muss. Also er springt sogar mit hoch. Also ich finde, das ist sein Ding. Man muss Schwolo denn da nicht wegscheuchen? Ich glaube, er hat gerufen. Also ja, okay. Ist ja das Beispiel, Oliver Kahn hätte dich umgebracht, wenn du da gewesen wärst. Gut. Der hat einfach seinen eigenen Mann weggeräumt. Das also würdest du was zu der Szene sagen, Nico? Oder allgemein zu Schalke, also den Punkt noch? Nee. Ich bin auch bei dem Schwolo-Thema und dem Torwartproblem, dass ich da mittlerweile auch schon so ein kleines bisschen sehe. Weil es immer wieder diese Situation gibt, wo du, also in beiden Spielen, wo ich das so mitgekriegt habe, wo ich gedacht habe, das kann man souveräner lösen. Und ich weiß nicht, ob das auf Schalke irgendwann zu einer Diskussion wird. Ich habe mir Hegerin bei Kickbase gekauft für ein bisschen mehr Geld, als er jetzt wert ist. Ich habe überlegt, ob ich ihn abstoße. Mittlerweile bin ich kurz davor, ihn einfach zu halten, um die 3 Millionen, die ich da in Sands gesetzt habe, vielleicht zur Mitte der Saison wiederzuholen oder so. Das brauchst du halt einen festen Keeper, der keine Fehler macht, die zu Toren führen. Und das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, klar, aber ich meine ganz ehrlich, so wie Schalke gerade dasteht und sie sind nun mal Aufsteiger, welcher andere Aufsteiger hat einen Torwart, der über 34 Spieltage halt fehlerlos spielt? Ne? Ist jetzt bei Schwolo halt doof gelaufen. Ja, okay. Gehen wir schon rüber? Bei Bielefeld? Na gut, hat jetzt einen Torhüter, der spielt jetzt bei Man City. Ich hätte nicht fragen sollen, nicht und diese rhetorischen Fragen. Bochum hat Riemann. Auch wieder. Ja, gut, okay. Okay, ja. Ich sehe es ja schon. Behalt ihn bloß bei Kickbase. Ja. Nein, ja, wobei ich sympathisiere mit deiner Meinung, weil eigentlich hat da ein Abwehrspieler nichts zu suchen und der muss eigentlich dann schon wissen, dass er da wegzugehen hat. Aber trotzdem ist es natürlich blöd, wenn du halt. Ne, ich finde halt, in der Situation steht er halt da und das ist immer blöd und eventuell schaffst du es nicht mehr beiseite zu gehen oder dich klein zu machen, aber er springt halt auch noch hoch. Mhm. Und das finde ich ist halt dann ein echter Fehler. Ja. Naja.
Detailfrage. Detailfrage, ja, weil wir waren ja gerade eigentlich bei Schalke, bei dem großen Ganzen. Wolltest du da noch was zu ergänzen? Nico, hast du auch das Gefühl, dass Schalke diese Demut länger durchhalten kann als ein paar Wochen, die man jetzt so ja nach dem Aufstieg so ein bisschen zelebriert? So, ja. Für mich wäre die Demut da ein bisschen schwer. Ich glaube, dass das, was da auf jeden Fall stattgefunden hat, ist ein Gefühl des, und ich weiß nicht, wenn man irgendwann mal Schalke erlebt hat, so dieses totale Niedergeschmetterte sein, total im Dreck liegen, aber das ist ja schon 100.000 Mal bei dem Verein passiert. Und jedes Mal wieder abklopfen und immer wieder nach vorne gehen und immer wieder weitermachen. Und es ist genau diese Situation. Und das ist, glaube ich, fast so ein bereinigendes, was Schalke da im Moment, was Schalke da gerade hat, von dem ich eigentlich der Hoffnung bin, dass sie im Vergleich zu anderen Traditionsvereinen da positiver daraus rausgehen können. Ne? Das hängt, wisst ihr alle, das hängt viel mehr am Umfeld drumherum. Und damit meine ich nicht nur die Fans, sondern meine ich vor allen Dingen die Haupttribüne und die VIP-Bereiche, was der Verein am Ende daraus macht und wie sich das entwickelt. Fakt, jetzt ist eine krass neue Einheit zwischen Mannschaft und Fans entstanden mit den letzten Spielen zweite Liga und jetzt auch den ersten hier. Und die werden bestimmt noch mal Probleme kriegen, die werden bestimmt auch noch mal pfeifen. Aber ich glaube, die Fans sind da gerade sensibel genug, wissen, dass selbst wenn du, so wie Frankfurt das ein bisschen bei den Bayern Eröffnungsspiel hatte, so selbst wenn du 5-0 von Bayern auf dem Arsch kriegst, dass das nicht heißt, dass du die Mannschaft auspfeifen musst. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Nee, glaube ich auch nicht. Frage, wie gesagt, da sind ja noch so viele Faktoren drin, wo ich jetzt auch nicht genug drin bin. Habe jetzt ein Interview gelesen mit, wie heißt sie, Rühl Hamers, die Finanzchefin von Schalke, wo sie nochmal ganz deutlich gesagt hat, dass es um die Finanzen nicht so mega gut bestellt ist, sondern man eher jetzt nicht auf dem Transfermarkt zuschlagen kann. Kann man vielleicht jetzt auch so leise überleiten zu einem anderen Aufsteiger, weil es halt so lustig ist, weil ja einfach beide Aufsteiger kannst du eigentlich so in etwa dasselbe erzählen, oder? Nico? Ja, also das guck mal, dass beide auf jeden Fall ein Problem haben, darin so viel Geld auszugeben wie Augsburg oder Mainz, ist bittere Realität und ist total traurig zugleich, weil es zeigt, dass wir halt wirklich 17, 18 oder 16, 17, 18 irgendwo stehen. Und ich habe das schon die ganze Zeit letzte Woche erzählt, das erzähle ich seit Wochen. Ich suche händering nach 2, 3 Mannschaften, die irgendwie hinter Bremen bleiben können. Hatte mir den VfB Stuttgart so mit ausgesucht in der Liste, bin nach dem Wochenende noch nicht ganz in beide Richtungen überzeugt. Also weil auf der einen Seite wenig Ideen von Stuttgart eigentlich, trotzdem dann am Ende aber die stärkere Erstligamannschaft so und halt individuell eiskalt. So, da hast du so direkt in dem Spiel so gemerkt, an dem Ton und eigentlich auch an dem Dritten, dass sie machen müssen, dass wenn Stuttgart das Ding gewinnt, dann kannst du dich bei Bremen ein bisschen schütteln und sagen, ja, schade, mach das 2-0, dann klappt es vielleicht besser, aber am Ende wäre es nicht ganz unverdient gewesen. Trotzdem bin ich am Ende sehr, sehr glücklich über den Punkt, den Bremen geholt hat und damit auch die Realität, die da drin steckt. Denn 2 Punkte nach 2 Spielen fühlt sich erstmal ganz gut an. Jetzt kommt Dortmund, jetzt kriegst du wahrscheinlich, das heißt, du stehst nach 3 Spielen mit 2 Punkten da und kannst hoffen, dass das einer mehr ist als Hamburg oder als Hertha oder Schalke oder sowas haben. Und damit wirst du dich 34 Spieltage lang beschäftigen. Aber es gilt das Gleiche wie bei Schalke, dass ich das Gefühl habe, dass sowohl da Team, Umfeld, der gesamte Verein, Mannschaft sich in so eine neue Einheit gebildet hat, die sich niemals mit dem Klassenerhalt 2021 hätte bilden können. Das wäre nie wieder möglich gewesen. Und so schaffen sie es irgendwie, der so bisher zumindest diesen Euphoriedruck aus der zweiten Liga mitzunehmen. Wie lange das hält, wissen wir alle nicht. Und dass es wirtschaftlich schwierig ist, ist auch klar. Ich mag aber eigentlich, wie der Kader gerade aufgestellt ist für die Möglichkeiten, die Bremen hat. Und das hast du jetzt auch am Wochenende wieder gesehen. Ja, hast du ja, glaube ich, auch in deinem Text bei uns, bei Freunde, angeschrieben, dass Werder in der Startelf oder im Kader mehr Erstligaspieler, genau. Erstligaspiele hatte kumuliert, genau, als der VfB Stuttgart. Was ich finde ja eigentlich auch ein total gutes Zeichen ist. Also diese Mannschaft ist ja jetzt nicht völlig überaltert, sondern hat viele solide, erfahrene Spieler. Dass ich sogar sagen würde, Nico, dass es für mich irgendwie von der Basis her viel solider wirkt als jetzt bei Schalke. Mhm. Ohne das jetzt unnötig vergleichen zu wollen, aber bei Schalke habe ich immer das Gefühl, man ist schon abhängig von dem einen oder anderen Individualspieler. Mhm. Und bei Werder hat man eigentlich ein ganz gutes Konstrukt gefunden. Und das hat mich eigentlich jetzt auch im Sommer überrascht, dass man viele total solide Spieler rangeholt hat. Mhm. Also sei es jetzt mit Stark oder sei es natürlich auch mit Pieper, dass Duxch und Füllkrug funktionieren. Da hast du irgendwie ein ganz gutes Korsett so zusammen. Und ich finde, das hat man auch gegen Stuttgart jetzt wieder gesehen, dass ja so dieses Korsett funktioniert und man immer gegen solche Mannschaften 1 Punkt, aber auch 3 Punkte holen kann. Mhm.
Kann man halt in die eine oder andere Richtung interpretieren. Also jetzt bei Werder, klar, sehr erfahren, aber haben natürlich auch ältere Spieler. Oder halt, du weißt, was du bekommst bei einem Mitchell Weise oder bei einem Bittencourt oder sowas. Schalke hat natürlich noch ein paar Spieler, Kraus zum Beispiel, dem ich sehr viel zutraue, die ja auch mal explodieren können, einfach weil sie noch jung sind und weil sie noch Entwicklungspotenzial haben. Das sind ja die unterschiedlichen Wege, die man geht. Nee, Werder und aber Schalke. Einspruch, euer Ehren, weil die hat Werder Bremen auch. Romano Schmid, Niklas Schmid, Agu, da sind überall noch Leute, die schon Erstliga, also Felix Agu war eigentlich bei Borussia Dortmund nach dem Abstiegssaison. Und dann ist er doch nicht dahin gegangen. Also er war ganz oben auf der Liste. Das heißt, es ist Potenzial da. Romano Schmid ist kein, der hat in der ersten Liga nicht stattgefunden, hat zweite Liga sich neu entwickelt und ist jetzt ein, das ist ein Talent in Richtung erste Liga. Und wenn er nicht Corona gehabt hätte, hätte der zwei Spiele Stamm gespielt auf der, was ist das, Doppelachter. Also da gibt es schon genug Potenzial bei Bremen nach wie vor auch, um zu überraschen. Ich mag aber dieses Solide da drin und dass ein Bittencourt sich in der Bundesliga nochmal neu positionieren kann. Dass natürlich der Sturm ein bisschen älter ist, dass Pavlenka hinten auch nicht mehr der Jüngste ist. Aber genau da sind Erfahrungswerte, die vielleicht dazu führen würden, dass meine Hoffnung am Ende des Tages, ne, aber 2% mehr dabei rausspringen, wenn es wieder in die kritischen Situationen kommt und du am 30. Spieltag Punkte holen musst. Und dafür ist, glaube ich, Bremen ganz gut aufgestellt. Das dürfen wir, also sagen wir so, wenn Bremen 5 Verletzte hat, dann trifft es die richtig hart. Und härter als manche andere. Aber das wird, glaube ich, also das gilt dann vielleicht auch noch für ein paar andere im Keller. Vielleicht nochmal kurz zum Spiel. So einmal der Spielfilm runtergerattert. Werder geht früh in Führung nach einer wirklich starken Anfangsphase, wo man den Gegner festpinnt. Stuttgart kommt dann zum Ausgleich. Und in der zweiten Halbzeit hat man dann ein Spiel, wo Stuttgart sagt, ey, wir sind hier 1-1 ist okay, aber wir gehen noch mal ein bisschen auf Konter, lass mal Werder machen. Und Werder fällt dann nicht mehr viel ein. Stuttgart könnte per Konter eigentlich locker 3-1 oder sogar 4-1 führen, bleibt aber beim 2-1. Und am Ende dann Berg mit dem, muss ich sagen, Lucky Punch. Ja. Weil das war auch eine meiner Lieblingsstatistiken, das war der zweite Ballkontakt im Strafraum in der zweiten Halbzeit von Werder. Das Ding von Berg. Und ja, das Ding war dann drin. So, also entsprechend hat man auch schon gesehen, dass da noch ein bisschen Stuttgart, also du hast gerade gesagt, ja, das habe ich auch in meinem Artikel geschrieben, Werder hatte mehr Erstliga-Erfahrung auf dem Platz, aber Stuttgart hat dann cleverer gespielt in der zweiten Halbzeit, würde ich behaupten. Ja, wirklich. Ich sag gerne was dazu. Ja, genau. Also statistisch ist das interessant, das wusste ich nicht. Ich fand, man hat Stuttgart angemerkt, dass sie wissen, wie man Erstligaspiele spielt. Und genauso haben sie es gemacht. Du hast vorhin bei Schalke so ein bisschen diese 70 Minuten angesprochen. Bei Bremen fällt mir auf, dass dieses noch, also beide Spiele jetzt, im Prinzip innerhalb, ich glaube, es steht irgendwo auf der Agenda von Ole Werner, ihr müsst innerhalb der ersten 25 Sekunden eine Torschuss kreiert haben, sonst ist das kein gutes Spiel für uns. Das haben sie jetzt beide Male gemacht. Ob das hier auf dem Plan so 34 Spielzeiten geheim bleibt, weiß ich nicht. Aber dieses, die ersten 15, 20 Minuten Vollgas und nach vorne und so, das finde ich gut. Und dann das 1-0 erarbeiten auch. Was mir gegen Stuttgart auffällt, und wir reden in Wolfsburg so von Mittelfeld der Liga, dass da schon es eng wird, wenn du dich ein bisschen zurückziehst und dann die komplette Kontrolle über das Spiel bekommen. Das haben wir letzte Woche besprochen, das haben wir diese Woche jetzt auch, würden wir jetzt diese Woche auch wieder besprechen. Da gibt man, schenkt Bremen zu schnell zu viel vom Platz her. Und damit auch Kontrolle aufs Spiel, dass Bremen keine Kontrolle über das ganze Spiel haben kann. Weiß ich nicht, scheint vielleicht noch nicht so der Fall zu sein. Vielleicht reicht da der Mut für 90 Minuten noch nicht. Aber beide Male sind Punkte okay und es fühlt sich so auf dieser Reise dahin von, oh krass, wir werden ja richtig eine gute Saison spielen und oh, da haben wir aber richtig Schwein gehabt, ist in 90 Minuten alles drin. Ja, ich weiß nicht, ich meine, ich würde es einfach ein bisschen anders interpretieren, sondern würde sagen, okay, es ist doch ein total positives Zeichen für Werder als Aufsteiger, dass man immer in der Lage ist, Torchancen zu kreieren. Ich finde, das ist erstmal ein Riesenplus und eine super Erkenntnis aus den ersten beiden Spielen. Auch, dass man überhaupt in der Lage ist, ganz früh Tore zu erzielen. Mhm. Und eben jetzt im Spiel am Wochenende auch in der Lage ist, ganz zum Schluss noch ein Tor aus dem Spiel heraus zu kreieren. Und ja, das ist dann ja auch wieder so ein bisschen Anspruchsdenken, oder? Also gegen zwei Mittelklassevereine erstmal 2 Punkte zu holen, finde ich, ist ja aller Ehren wert. Und das waren halt auch 2 Spiele, in denen man jetzt mit 0 Punkten hätte rausgehen können. Mhm. Da finde ich 2 Punkte aus den ersten beiden Spielen total solide Ausbeute. Gerade wenn man sieht, okay, man möchte ja wahrscheinlich am Ende einfach 15., 14. werden und dann hat man eine
völlig eine ordentliche Saison gespielt, oder? Ja, auf jeden Fall, würde ich aber auch unterschreiben. Also ich hätte jetzt auch die zwei, da Nico vielleicht als Fan ein bisschen kritischer, aber zwei Punkte aus den Bayern sind Spielen. Wobei man sich beim einen etwas ärgern muss gegen Wolfsburg, dass das nur einer war. Und jetzt darf man sich ja, glaube ich, ein bisschen freuen gegen Stuttgart, dass es doch noch einer geworden ist dann am Ende. Und ich glaube, das ist eine grundsolide Basis, auf die man aufbauen kann. Man hat jetzt zumindest auch nicht die Aufstiegseuphorie sich vermasselt. Also ich glaube, das war nochmal eine richtige Stimmungsexplosion in Bremen am Ende des Spiels, genauso wie auf Schalke. Ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ey, 100%. Das Publikum wird auch da seine Punkte einfahren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und seht es mir nach. Ich glaube, ich bin dann immer noch gebrandmarkt aus den vergangenen Jahren. Wenn du mein ganz privates Ich, das hier gestern oder vorgestern in Budapest in der Kneipe saß und das Fußballspiel geguckt hat, zusammen mit Gunnar Krupp von Steuerung F. Oder Rocket, hier ist mit der Rocket, dem guten Freund Gunnar Krupp des Hauses. Dann sind wir wirklich, es ist genau so, wir sitzen da, gucken uns das an, gucken die ersten 15 Minuten und dann sagt Gunnar so, Mensch, Nico, das sieht ja richtig gut aus, das wird eine richtig gute Saison, das macht ja richtig Spaß. Und genauso fühlt sich's auch an. Und dann guckst du so, keine Ahnung, 60. Minute nochmal rauf und denkst so, das wird aber ganz schön knapp dieses Jahr. Wenn sogar Stuttgart schon anfängt, dich hier so einzuschnüren und eigentlich das dritte machen muss. Und ich finde, guck mal, wenn du das Tor von Wolfsburg gegen, mit Wimmer auf Nemtscha siehst und genau das gleiche Kalajdzic auf Silas, das ist so eine individuelle Qualität in der Situation, so, das ist so eiskalt. Und dieses Eiskalte, da fehlen Bremen noch 5%. Das Eiskalte wäre, Füllkrug macht in der 9. Minute das 2-0. Und dann können wir sagen, ja komm Stuttgart, jetzt mach mal, zeig mal, was du kannst. Bremen macht nach dem 1-0 zu. Und das wird, glaube ich, auf Dauer ein bisschen riskant. Da muss man mutiger bleiben. Und das Selbstbewusstsein, finde ich, dass die Mannschaft auch zu Recht hat, auch ausspielen. Denn, guck mal, da sind auch diese Erfahrung heißt auch, da ist noch sehr viel Sauhaufen drin, der auch abgestiegen ist in dieser Startelf. So. Trotzdem sind das alles andere Spieler. Und die haben alle auch noch irgendwie noch eine Rechnung offen, mit der ersten Fußball-Bundesliga zu zeigen, sie nicht zu Recht zu den Spielern gehören, die aus dieser Liga abgestiegen sind. Und wenn sich das ein bisschen justiert, dann wird's gut. So, jetzt Dortmund, da wird's knackig. Ich gehe nicht davon aus, dass wir Borussia Dortmund im Auswärtsspiel aus der Halle schießen, aber nicht richtig auf den Kopf kriegen, wäre schon ein Erfolg. Und darauf dann aufbauen in den nächsten Wochen, dann bin ich bei euch. Aber vielleicht bin ich einfach so grundpessimistisch aus dem, was ich. Ach, keine Ahnung, ich kann's total nachvollziehen aus Fansicht, aber ich finde, vielleicht so als letztes Argument, wenn ich vergleiche, wo Werder vor einem 1,5 Jahren stand oder kurz vor Abstieg und wo sie jetzt stehen und wie der Kader aufgebaut ist und was für Spieler dort Führung auch übernehmen und Verantwortung übernehmen, dann muss ich schon sagen, da ist ja eine Menge passiert. Und wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, dass es Vereine gibt, wo man dann immer sagt, so, ach, denen wird das ja mal ganz gut tun, ein Jahr lang zweite Bundesliga zu spielen. Und da gibt es dann auch viele Vereine, die dann beweisen, dass denen das überhaupt nicht gut tut, sondern dass das eine totale Scheißidee ist, dass man abgestiegen ist. Und gerade das hat Werder doch total bewiesen, dass sie ein Jahr runtergegangen sind, dass sie sich neu aufgestellt haben, dass sie nicht einen kompletten Umbruch gemacht haben, sondern dass durchaus auch Spieler drin geblieben sind, wie Bittencourt oder Pavlenka. Und ne, wie Nico jetzt gerade gesagt hat, die eine Rechnung offen haben, aber die eben jetzt auch schon in den ersten beiden Spielen gezeigt haben, dass sie ja die Qualität dafür auch voll haben. Und wenn sie die richtige Mannschaft haben, ja auch durchaus zeigen können, dass sie die Qualität für die Bundesliga haben. Genau. Das wollte ich noch sagen. Und ja? Nee, ist ein anderes Thema. Okay, dann will ich nur noch den letzten Satz, und das ist einfach mal vielleicht auch mal von euch nochmal ein Feedback dazu. Jetzt haben wir zwei Spiele gemacht und ich finde, in beiden Spielen, ihr werdet jetzt nicht so viel intensiv Werder geguckt haben wie ich in den letzten 100 Jahren, aber die Tatsache, dass du über das ganze Spiel trotzdem immer da vorne zwei hast, die Optionen bieten, das ist schon etwas, was bei Bremen sich geändert hat im Vergleich zu den letzten Jahren, und sie sind immer gewisse Unruheherde, die sich natürlich vielleicht noch irgendwann aufrühren. Aber ich bleibe dabei, wir sind jetzt bei Marvin Ducksch im zweiten Spiel ohne Tor. Und der wird noch Tore machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, das ist ein Element, das Brems Spiel auf jeden Fall nicht ganz wie einen mauernden Zweitligisten aussehen lassen wird über den Rest der Saison. Da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher. Und ich hoffe, es fühlt sich für Leute wie euch aus extern, gut, Tobi ist da Hardcore-Werder-Fan, weiß ich, aber trotzdem analytisch, ähnlich an, wenn man von draußen drauf guckt. Ja, also Füllkuck zwei Tore gemacht, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch für die ganze Stimmung, weil du weißt ja, bei Zweitligastürmern nie, treffen die oder treffen die nicht, ist ja so, dass Bülter zwei Tore gemacht hat, also Schalke ist, glaube ich, für Schalke wichtig, und hier Füllkrug zwei Tore gemacht hat, Ducksch muss, glaube ich, noch vor Tor besser werden, der muss noch ein bisschen was machen, aber ich glaube, das sind so positive Aspekte auf jeden Fall.
Ich würde noch einmal kurz über VfB Stuttgart sagen wollen, war ein solides Spiel. Ja. Also ist so schwierig. Erstens werden wir, also entschuldigt die VfB Stuttgart-Fans, dass wir vergangene Woche und diese Woche nicht so viel geredet haben. Nächste Woche ist Noah da, da werden wir wieder alle Blickwinkel des VfB Stuttgarts beleuchten. Und ich finde es auch so schwierig, weil du hast jetzt wieder ein Spiel, wo Kalajdzic zwei wichtige Assists gemacht hat und auch ansonsten vorne mal anspielbar war, wo dann Sosa reinkam und nach der Einwechsel von Sosa und Silas nach vorne gerückt ist, hast du gemerkt, das war ein anderes Spiel, das war ein besseres Spiel vom VfB. Und du weißt halt einfach nicht, ob die bleiben. Also es ja. kann halt sein, dass in zwei Wochen die weg sind und dann haben wir jetzt den ganzen Wolf drüber geredet, über dieses tolle VfB, aber das ist dann nicht mehr da. Also das ist ja so ein riesiges Fragezeichen beim VfB Stuttgart noch. Ja, das Gefühl habe ich auch. Also dass du über Stuttgart eigentlich erst so richtig sprechen kannst am 1. September, mhm. wenn du einfach weißt, was das für eine Mannschaft ist. Und da sind natürlich viele andere Bundesligisten grundsätzlich erstmal weiter, was aber jetzt gar nicht wertend gemeint ist, sondern ja, wenn Stuttgart, sag ich mal, auch dann die Kohle bekommt für die Spieler, ja durchaus auch nochmal kreativ werden kann, ne? Ja, und kreativ sind sie auch, der Mislintat meistens. Ja. Dann haben sie noch irgendwelche, haben wir auch irgendjemand aus Griechenland wieder geholt. Mal gucken, ob der noch zu Unterscheidung tritt. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Werbung und damit ihr auch alle dran bleibt, werde ich sagen, danach wird sich hier sowas von aufgeregt. Wir werden auf den Tischen und tanzen und wir werden alles kaputt schlagen. Ein Spot, gleich geht's weiter. Hey, Krogi! Ja? Mach mal diesen Boardslide, von dem du die ganze Zeit redest. Kann ich machen. Eine Gruppe junger Menschen, waghalsig, risikobereit. Aber was denken Sie? Wird Michael seinen Trick schaffen? Ruhm und ehrenhaft werden? Wird der Platz nach seinem Namen benannt werden? Oder wird er stürzen? Sich das Gesicht aufschürfen? Die Beine brechen? Innere Blutung? Wir schauen mal rein. Einmal checken, ob ich meine BU abgeschlossen habe. BU? Berufsunfähigkeitsversicherung. Die ist super wichtig. Falls dir was passiert, dass du dann weiter Zahlung von der Versicherung bekommst. Ja, ist drin. Ja. Damit konnte ja jetzt keiner rechnen. Na klar kann man. Lade dir jetzt die Clark-App herunter und beantrage dein Angebot zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Melde dich beim Start der App mit dem Code BEANS45 an und du staubst bei 3 hochgeladenen Versicherungen Best Choice Gutscheine im Wert von 45 Euro ab. Einfach so. Nice. Der Videoassistent ist ein Thema, das uns begleitet, seit er eingeführt wurde. Das ist ein Thema, das auch jetzt wieder hohe Wellen schlägt. Wir können jetzt, glaube ich, von den restlichen 7 Partien, die wir nicht besprochen haben, können wir so per Zufall eins rauspicken. Die Chance, dass da ein Debattenpunkt bei ist, der ist relativ hoch. Wollen wir anfangen mit Freiburg gegen Dortmund? Ist das euch genehm? Das Freitagsspiel, wo er noch, ich denke, der kleinste Diskussionspunkt ist. Ja. Findest du? Ich finde, also vom Spielausgang her, meine ich. Das stimmt natürlich, aber ich finde, an der Entscheidung oder Nichtentscheidung kann man eigentlich ganz gut erzählen, was am VAR gerade so komplett falsch läuft. Ist das? Ich habe ja nur so jetzt, ab jetzt bin ich ein bisschen auf dünnem Eis mit Zusammenfassung und so. Das ist aber die Situation, die bei Schalke-Fans besonders viel Freude ausgelöst hat, weil es die gleiche Situation ist, ne? Da gehe ich genau davon aus. Also Spiel reden wir gleich noch, aber es steht 1-2 für Borussia Dortmund. Sie haben gerade das Spiel, sind gerade dabei, das Spiel zu drehen, nachdem sie lange Zeit sich sehr schwer getan haben. Können wir gleich noch sportlich reden und dann kommt halt die Szene und dann, warum würdest du sagen, ist das so ein Beispiel für die Verkommenheit des Fußballs im 21. Jahrhundert? Ja, also aus meiner Sicht ist es halt schon so, dass Moukoko da im Abseits steht, weil er halt einfach, also natürlich steht er im Abseits, aber es ist auch ein relevantes Abseits, weil er dort Flecken irgendwie die Sicht nimmt oder zumindest so eingreift, nicht eingreift, dass er Teil des Spiels ist. Und ich finde, da muss der VAR, wenn er in der Woche vorher reagiert bei Schalke gegen Köln, dann kann ich einfach nicht nachvollziehen, warum das eine andere Szene ist. Weil für mich ist es 1:1 eine ähnliche Situation und dann verstehe ich nicht, dass der VAR vor 7 Tagen hingeht und sagt, schau dir diese Szene nochmal an und ein paar Tage später, das waren ja nur 5, Skandal, 5 Tage später passiert gar nichts.
Und das ist ja das, finde ich, für mich das größte Problem am VAR, dass man sich gar nicht streiten kann über irgendeine gewisse Auslegung, die konsequent durchgehalten wird, sondern der VAR macht bei jedem Spiel, was er will. Mhm. Und dadurch wird es ja auch so müßig, sich darüber zu unterhalten. Mhm. Weil man kennt diese Szenen und das eine Mal ist es ein Kontakt, das andere Mal nicht. Dann wieder schaltet er sich ein, dann ist es keine klare Fehlentscheidung. Und in dem Fall ist es für mich 1:1 dieselbe Szene, die gleiche Szene. Und es passiert was anderes. Mhm. Man muss fairerweise dazu sagen, wenn der VAR nicht existieren würde, wäre die Szene genauso ausgegangen. Also war der da eben nicht eingegriffen. Ja. Aber es ist schon problematisch, wenn du dann siehst, okay, das ist eigentlich eine sehr, sehr eindeutige Szene, finde ich. Also da ist jetzt auch nicht viel Spielraum, viel Diskussionsraum. Ich fand die relativ eindeutig, dass er zum Ball geht. Da sind halt die Parameter tatsächlich gegeben. Er blockiert vielleicht vor dem Schuss nicht die Sicht, aber geht eindeutig zum Ball, macht eine Bewegung auch, um den Ball zu spielen. Er trifft ihn dann nur nicht. Schwierig dann, dass du den Ding dann nicht zu pfeifen. So. Ja. Ich finde es extrem schwierig. Das macht es halt irgendwie für mich auch so müßig und in einer gewissen Weise langweilig, über den VAR sich zu echauffieren, weil man halt ständig denkt, Mensch, das kann nicht sein. Jetzt, heute reden wir über diese Entscheidung und es ist jetzt schon sicher, nächste Woche reden wir über andere Entscheidungen, die man aber möglicherweise vor 1-2 Wochen oder vor einem Jahr ganz anders bewertet hat oder die anders bewertet wurden. Und man muss sich immer neu darauf einstellen. Und am Ende ist das Fazit immer nur, ja, komm, die machen, was sie wollen. Ja, mein Problem ist halt immer, und das sage ich ja hier jede Woche wieder, ich möchte, dass der VAR sich bei klaren Fehlentscheidungen einschaltet. Mhm. Du kannst jetzt darüber diskutieren, da ist ein Ermessensspielraum noch ein bisschen dabei. Klar, ich würde schon sagen, es war eine Fehlentscheidung, aber du kannst es auch so argumentieren, okay, er ist erst nicht im Schussfeld, er geht dann erst ins Schussfeld rein. Okay. Kann man so machen. Aber dann musst du, wie du es gerade gesagt hast, das auch in jeder Situation so machen. Ja. Und dann hast du am Wochenende andere Situationen, Frankfurt, werden wir darüber reden, wo der VAR bei einer nicht klaren Fehlentscheidung eingreift, wo er halt sagt, ja, guck's dir nochmal an. Ja. Aber an und für sich möchte ich als Fan oder als Zuschauer so wenig VAR wie möglich haben, so viel Schiedsrichter wie möglich, so viel Spielfluss wie möglich und halt nicht immer dieses Hin und Her. Gleichzeitig habe ich jetzt wieder gelesen bei Colinas Erben, dass der DFB da ganz bewusst sagt, ey, wir wollen lieber einen Eingriff zu viel als Eingriff zu wenig haben. Wo ich mir denke, nein, eigentlich soll das nicht so laufen. Sie argumentieren dann damit, dass dann die öffentliche Akzeptanz und auch die Akzeptanz der Spieler höher ist, wenn man halt dann, weil man eher halt sich beschwert über eine Szene wie bei Dortmund, wo dann nicht eingegriffen wird, als eine Szene, wo dann eingegriffen wird. Aber das ist ja nicht in der Grundidee des VAR drin. Die Grundidee des VAR war irgendwann mal, ey, Henri hat Frankreich mit einem Handspiel zur WM geschossen, das kann eigentlich nicht euer Ernst sein. Sowas hat jeder im Stadion gesehen, denn da musste auch der Schiri das angucken können. So. Ja, ja. Und das muss die Grundidee bleiben und nicht halt irgendwie auf Popular Demand jetzt jeden Fehler da ausmerzen. Das geht nicht. Fußball ist halt ein Sport, der hat Fehler und da müssen wir auch mit leben, dass der Schiedsrichter einen Fehler mal macht. Und wie bei dem Spiel Frankfurt oder auch da. Und abhaken, weitermachen so. Weil das muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Klar, Freiburg-Fans werden argumentieren, die Schlussphase ist anders, wenn es 2-1 steht. Aber es ist jetzt nicht so, dass dieser Fehler vom Schiedsrichter dann im Spiel alles kaputt gemacht hat. Klar. Ja. Ich überlege gerade, ich komme einfach nicht drauf, aber es gab eine andere Entscheidung an diesem Wochenende, wo das Tor gegeben wird, obwohl ein Spieler im Abseits stand, aber so weit vom Sichtfeld des Torwarts entfernt, dass es dann ich komme gerade nicht drauf, welches Spiel das war, aber da habe ich mich dann eben auch gefragt, was ist hier jetzt wieder los? Hier schaltet sich der VAR, hat sich dann, glaube ich, sogar eingeschaltet und hat dann aber auch gesagt, nee, das passt schon alles. Und dann wird irgendwie so darüber gesprochen, jetzt haben wir den VAR, der sich mal einschaltet, mal nicht und dann sozusagen mit dem Lineal am Fernseher hängt und sagt, okay, das ist jetzt weit genug davon weg, da brauche ich mich jetzt nicht einschalten, beziehungsweise die Entscheidung muss nicht revidiert werden. All das ist halt einfach nicht begreiflich für jemanden, der sich das einfach nur anschaut und neutral sich das Ganze anguckt. Ja, weil es soll ja auch kein, das haben sie ja tausendmal gesagt, es soll keine Detektivarbeit sein. Also die soll ja nicht mit Zeitlupe und mit Lupe arbeiten, sondern halt einfach wirklich in Realgeschwindigkeit. Ey, scheiße, da hast du was Krasses übersehen. Ja. Da hast du einen krassen Handschlag übersehen oder hast du irgendwie einen 5-Meter-Abseits übersehen oder sowas. Ja. Weil es dann ja auch wieder zu Fehlentscheidungen kommt, wie letzte Woche bei Schalke gegen Köln, wo Drexlers Foul dann so gestoppt wurde, dass es aussieht wie ein brutales Ding. Und wenn man es sich in Realgeschwindigkeit anguckt, sagt man, ja mei, vielleicht gelb. Ja.
Tja. Nico, möchtest du noch was zu unserem Rant hinzufügen? Nee, ehrlicherweise bringt dir das alles schon ganz gut auf den Punkt. Ich frage mich bei ganz viel in dieser Situation halt genau das Gleiche. Und ich würde, das habe ich vorhin zwischendurch gedacht, nach wie vor das, was ich letztes Jahr in der Diskussion angestimmt habe, Transparenz und Eingriffsmöglichkeiten aller Verantwortlichen immer noch in den Raum werfen wollen, so wie Challenges und solche ganzen Dinge, um vielleicht dafür zu sorgen, dass man nach dem wunderbaren Vorbild der NFL dafür sorgen kann, dass das Spiel auch nicht 100% fehlerfrei wird, aber alles nachvollziehbarer im Weg der Entscheidung mit allem drum und dran. Hm. Hm. Ja. Wird sich aber wahrscheinlich erstmal nichts tun. Nee, aber es ist, stell dir das mal vor, wie gut es wäre, wenn in der Situation die Ohnmacht, die Ohnmacht über Fehlentscheidungen wird ja immer größer und damit ja dann auch die Negativität, die in dem Ganzen drin steckt, weil du so denkst, das ist ja nicht nur eine Fehlentscheidung von dem einen, sondern es ist ja noch von einem, der offensichtlich da sitzt, und dann fängst du an, irgendwann auch noch daran zu glauben, dass es grundsätzlich Dinge gibt, die ich, und sag mal sicher, dass bei Schalke 04 in ein paar Wochen dann da kommt, dass sie wollen uns nicht in der Liga haben und so, dann das wird ja immer heftiger. So, und das kannst du in meinen Augen durch so gewisse Transparenzelemente auf jeden Fall zumindest entgegenwirken. Wird diese Saison nicht mehr passieren, aber da muss was passieren. Muss man interessanterweise dazu sagen, dass es aber auch ein bisschen natürlich unsere Schuld ist als Fans. Wie sich halt, ja, vor allem als Bundesliga, natürlich diese Debatte hast du jetzt gerade in England dieses Wochenende sehr stark, also nach dem Spiel gestern Chelsea gegen Tottenham. Weiß nicht, ob der es verfolgt hat, aber ich glaube, an Tuchel und Conte, die sich da prügeln, ist man nicht vorbeigekommen, wenn man auf Social Media war. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Aber ich habe das Spiel keine Sekunde gesehen. Aber da ich finde, Boxkampf das war auf jeden Fall, in jeder. Ich habe nur das Video danach gesehen. Ich fand, das war ein 2-2 auf jeden Fall. Aber auch da jetzt die Debatte halt darüber, dass beide Trainer sich ja dann doch auch sehr über Schiedsrichter echauffiert haben und auch sehr respektlos gegenüber dem Schiedsrichter waren. Und dann so, naja, gut, aber du wirst es halt nicht hinbekommen, dass Schiedsrichter, solange du da Menschen hinschickst, das komplett fehlerfrei pfeifen. Und dass du halt bei jeder Entscheidung jetzt heutzutage halt 5-mal drauf guckst und dann jeder Fan gleich wittert, okay, Schiedsrichter XY, der benachteiligt meinen Club, weil er meinen Club hasst, mhm, oder sowas, dass du natürlich da auch manchmal mehr Toleranz reinbringen musst für Schiedsrichterfehlentscheidungen. Weil wenn du den VAR wieder abschaffst, sind wir jetzt wieder bei dem Beispiel, dann ist das Ding von Freiburg gegen Dortmund ist halt drin dann. Ja, aber ist so, das so oder so? Ist das nicht gerade das auch ein Problem des VAR, dass wir, bevor es den VAR gab, hätten wir gesagt, ja Mensch, hätte der Schiedsrichter schon sehen müssen, ist eine Fehlentscheidung, aber in der auch dann auch in der Realgeschwindigkeit das zu sehen und der Assistent steht auch nicht besonders gut und er geht ja nicht zum Ball, dann diskutierst du darüber vielleicht den Abend. Und so diskutierst du jetzt darüber, ein paar Tage später, hätte da nicht jemand, der ja sowieso die Bilder zur Verfügung hat und sich das in Ruhe anschauen können, nicht zumindest das Zeichen dafür geben können, es sich nochmal anzusehen, um dann über die Entscheidung nachzudenken. Und dadurch bekommt ja diese ganze Thematik der Fehlentscheidung nochmal eine ganz andere Dimension, weil man halt über viel, viel mehr spricht und man viel weniger Entschuldigungen dafür findet, dass eine Fehlentscheidung getroffen wurde. Das stimmt. Also man hat das als Fan vielleicht das Gefühl, dass man dann noch von höherer Stelle verarscht wird, anstatt nur vom Schiedsrichter. So. Wobei man dann, ich da mir auch denke, die DFL hat garantiert keine Agenda gegen Schalke. Die DFL hat sich sehr, sehr gefreut, dass Schalke wieder aufgestiegen ist. Da kann ich jedem die Hand drauf geben. So. Das ist ja hanebüchener Quatsch, natürlich. Ja, das, aber es gibt genug Leute, die das glauben. Wenn ich Schalke nach dem ersten Spieltag bin, dann denke ich doch genau das Gleiche. Ja. Das ist logisch, dass ich das sehe. Und lass das noch dreimal passieren. Und nochmal, lass die Haare von, wer war am Ball, lass die dran sein. Und dann sagt irgendjemand, nee, stimmt, das ist ja eine neue Spielsituation. Und was ich da alles jetzt erzählt wurde. Und dann, nee, vielleicht doch kein Elfmeter. Oh, und nee, was, guck mal, wir haben in unserer eigenen Gruppe so über, bleibt Bülter da stehen oder nicht? lass das doch nochmal wiederholen. Dann hast du aber 100%ig den Schalker Kreis in Köln. Ich kann da halt noch einmal dazu, vielleicht aus meiner Perspektive sagen, ich kriege ja auch immer ab und zu Kritik, so von wegen, ich würde diesen Club hassen oder ich würde jeden Club hassen, so, weil ich dann kritisch bin. Nein, eure Clubs sind mir scheißegal. Wenn Hertha morgen den geilsten Fußball spielt, dann bin ich der Erste, der hier eine Hertha-Taktikanalyse macht. Dass wir uns hier über Hertha lustig machen, liegt einfach daran, dass sie das anbieten. So. Also mir ist das komplett, ich
mag halt bestimmte Arten Fußball, da bin ich auch transparent. Das weiß jeder, dass ich eher ein Ballbesitztyp bin als ein Kontertyp, aber es ist mir scheißegal, also im Endeffekt, wer das nun spielt so. Aber lass uns mal zurückkommen zum Spiel kurz noch. Dortmund, lange Zeit schwer getan gegen Freiburg, die mal wieder on point waren, würde ich sagen, was das Spiel gegen Bayern angeht, auch Chancen kreiert haben. Dann drei Joker-Tore, also dreimal eingewechselt und dann die Joker haben alle gestochen. Sah dann in der zweiten Halbzeit bei Dortmund auch besser aus, haben dann hinten raus auch so eine Dominanz aufbauen können. Was würdest du höher gewichten, diese erste Phase, wo sie sich dann doch gewohnt schwer getan haben, mit dem Gegner auch Konter zugelassen haben, oder die zweite Phase, dass sie halt das Spiel noch gedreht haben? Es war ja in den vergangenen zwei, drei Spielzeiten nicht so häufig der Fall, dass du so ein Spiel dann noch so drehst. Stimmt, ja. Ich habe irgendwie gerade im Kopf, dass Haaland dann doch noch in den letzten Jahren dann einen noch weggemacht hat am Ende. Wahrscheinlich ist es statistisch ein bisschen anders. Aber das ist, glaube ich, die gefühlte Wahrheit hier eher, genau, als die tatsächliche, genau, Wahrheit, so diese Mentalitätsdebatte. Ja, das ist ja auch sowieso Schwachsinn. Ja. Aber die gefühlte Wahrheit für mich ist gerade, dass ich eher das Schwertun höher gewichte, weil ich schon denke, sie sind jetzt eigentlich perfekt gestartet mit 6 Punkten aus 2 Spielen und sie sind direkt hinter den Bayern und genauso, wie man es haben will. Aber wenn man sieht, wie sie die 6 Punkte sich geholt haben, dann hätte es schlechter nicht laufen können. Also sie haben sich gegen Leverkusen sehr, sehr schwer getan. Da wurde auch wenn Leverkusen sicherlich nicht besonders stark gespielt hat, wurde ihnen trotzdem aufgezeigt, wo sie Schwächen haben. Und gegen Freiburg, fand ich jetzt, haben sie aufgrund von individueller Klasse noch gewonnen. Aber wenn Flecken den Ball übers Tor boxt, dann weiß ich nicht, ob sie dieses Spiel gewinnen. Ja. Hier liegt, glaube ich, ein klarer Torwartfehler vor, würde ich behaupten. Ja, den muss einer irgendwie wegbekommen und gut ist. Ja, ich kann auch nicht mehr so viel hinzufügen. Ich habe tatsächlich die zweite Halbzeit verfolgt, hauptsächlich. Bei No Gittens ist ja auch ein Wahnsinnsjunge wieder. Ist der halt, der verliert halt auch dann jeden zweiten Ball gefühlt. Wahrscheinlich sogar statistisch, aber halt die Male, wo er durchkommt, dann ist er immer Feuer, immer Gefahr drin. Ja, ja, ist natürlich ein perfekter Spieler auch, um ihn zu bringen, wenn du noch eine Viertelstunde Zeit hast und du musst drehen und du musst ein Risiko eingehen, weil er hat es ja in beiden Szenen eigentlich bewiesen, also sowohl beim 1-1 als auch beim 2-1, dass er immer Situationen auflösen kann und für Torgefahr sorgt und irgendwie auch das Spiel nochmal verändert, also aus dem normalen Schema des BVB heraus. Ja. Ich find an dem Spiel, und das ist oder auch nur die Außenbetrachtung, weil ich es halt nicht komplett gesehen habe oder so, aber insgesamt spannend, das, was ich auch, der Stichwort Underdog Freiburg hier auch rauskristallisiert hat, dass der SC Freiburg mittlerweile in der Lage ist, Borussia Dortmund halt sehr langen Zeitraum eines Spiels zu ärgern. Dass das hinten raus dann individuell noch gelöst werden kann, das ist dann der Unterschied zwischen Platz 5 und Platz 2 in der Liga, aber ich mag dieses Gefühl von einem Spitzenspiel, das er drin gesteckt hat mit sehr starken Freiburgern, die Borussia Dortmund sehr lange auf Augenhöhe begegnet sind oder teilweise darüber sogar. Also gerade in bestimmten Zeiten des Spiels hatten sie ja auch die klare Oberhand, was irgendwie jegliche Fantasie vom alten SC Freiburg zerstört, aber auch irgendwie Spaß macht, dabei zuzugucken, wie sie immer stärker werden. Da würde ich sogar sagen, top saisonstark für Freiburg. Also, dass du gegen Dortmund ist auch so ein bisschen nicht der Lieblingsgegner von Freiburg, dass du da verlierst, okay, und erstes Spiel 4-0. Also ich glaube, da muss man sich nicht grämen nach diesem Saisonstart. Nee, nach allem, was man gesehen hat, ist Freiburg eine Spitzenmannschaft. Also im Sinne von Top 5, Top 6, die werden auf jeden Fall. Du lachst da so, Tobi. Ja, nein. Ich habe ja, in meinem aktuellen Buch habe ich auch ein Kapitel über Freiburg geschrieben und habe da mit ein paar Leuten da gesprochen. Und die wehren sich ja gegen all diese Begriffe. Die Spitzenteam, was? Nein, um Gottes Willen. Definitiv. Wir sitzen hier in Freiburg. Ja. Ja, hier ist genau, der Schwarzwald, hier kann gar kein Spitzenteam wohnen. Ja, du musst halt so lange Underdog sein wie möglich. Das hab ich mit Bremen 25 Jahre lang durchexerziert und dann irgendwann stehst du im Europa-League-Finale und hast die Meisterschaft gewonnen und so. Da wird es irgendwann schwieriger. Aber da sind sie noch nicht, aber die sind massiv auf dem Weg dahin, die auch dieses Jahr ganz viele Mannschaften hinter sich zu lassen. Und ich finde, alles, was ich rund um dieses Spiel gesehen und gelesen habe, zeigt auch das hier. Auch Transfers wieder. Ginter, klar, sofort dabei. Aber auch. Zwei Spiele, zwei Hütten, ne? Gregoritsch, zwei Spiele, zwei Hütten. Gregoritsch, auch mit der Option da vorne halt, mal eine Flanke jetzt mehr reinzuschlagen zu können, auch mal einen Ball reinzuschlagen zu können. Doan, auch wendig, fand ich gegen Augsburg noch auffälliger. Das ist schon eine gute Truppe.
Ich bin immer gespannt, Eggestein, was dann... Eggestein, mein Punktegarant bei Kickbase in der Mitte und so. Und was ich dazu sagen muss, ich war echt genervt, dass der SC Freiburg ein neues Stadion hat, weil ich dachte, Mann, das habe ich irgendwann mal im Themenfrühstück gesagt, dieses Stadion sieht aus wie dafür gemacht, dass man so in 10 Jahren eine Reportage über den SC Freiburg sieht und da irgendein Geschäftsführer durch diese neutralen Schalensitze geht und sagt, Mensch, ja, hätten wir damals diese Entscheidung nicht getroffen, dieses Stadion zu bauen, uns würde es immer noch geben, aber jetzt sind wir in der Regionalliga Südwest angelangt. Und ich dachte wirklich, das ist wie gemacht dafür, dass man ein total egaler Verein wird, der in 5 bis 6 Jahren absteigt. Mhm. Und als ich das Spiel jetzt am Freitag gesehen habe, habe ich gedacht, ich lag ja völlig falsch. Das ist fantastisch, dieses Stadion, zumindest so wie es gerade mit Leben gefüllt wird. Hm. Das ist eine absolut geile Arena, in der richtig, richtig viel Stimmung drin ist. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ja, die fremdeln auch noch ein bisschen die Fans damit. Da ist auch noch Diskussion, Akustik und so weiter und so fort. Ja, aber am Fernseher kam es fantastisch rüber. Ja, am Fernseher kam es fantastisch rüber. Es ist halt nicht so wie Mainz, finde ich. Mainz ist da das Parade-Negativbeispiel vom Bruchweg halt da an den Rande der Stadt auf die Wiese am Arsch der Heide, wo auch keiner freiwillig hin will. Ja. So, wenn ich gerade Fußball spiele. Das ist ein Stadion. Ich dachte, das ist ein Baumarkt. Ja, so sieht's aus. Ja. Aber wenn du die Totale siehst von Freiburg und von Augsburg zum Beispiel und du nimmst alle Eigenheiten weg, was Bandenwerbung angeht oder dass da irgendwo SC Freiburg steht mit den Schalensitzen, dann kannst du es eigentlich nicht unterscheiden, welches Stadion welches ist. Mhm. Die sehen, es gibt mehrere dieser Stadien, Mainz ist ja auch ähnlich und die sind so sehr egal. Ja. Und deswegen finde ich es interessant, dass die Freiburger Fans es gerade schaffen, zumindest habe ich den Anfangsverdacht, daraus mehr zu machen. Ja. Ich fand aber auch, das alte Stadion war jetzt nie mein Lieblingsstadion in Deutschland. Oh. Nein? Fandest du das geil? Fandest du das geil? Doch, schon. Allein, weil es halt eben diese Charakteristika hatte, dass man immer sofort wusste, sie schalten dorthin. Ja gut, das stimmt. Das ist wahr, ja, das ist wahr. Aber du hattest halt überall diese Pfosten, also wenn du wirklich Pech hattest. Gut, stimmt. Musstest du halt... Ich hätte jetzt gesagt, also einmal dieses Freiburg-Feeling, dass du halt irgendwie an dem Fluss dorthin fährst und du siehst sehr viele Leute in Birkenstock-Sandalen und es ist immer gutes Wetter. Ich war halt in dem neuen noch nicht drin, aber das neue Stadion liegt doch jetzt auch nicht so am Arsch der Heide. Das ist vergleichsweise geht's. Also sieht halt einfach nur. Das andere lag ja auch so direkt aus. Das war nur geil, weil dahinter der Wald losging. Und, und das Freibad. Ja. Naja. Aber ihr müsst euch ja, ich meine, an der Stelle müssen wir auch wieder professionell genug bleiben, wenn Freiburg sich mittelfristig europäisch festsetzen und etablieren möchte, dann brauchen sie halt auch ein Stadion, das international, und deshalb musste man umziehen. Das hören sie in Freiburg nicht gerne, aber gut. Lass uns mal weitermachen, wir haben jetzt 3 Spiele und wir haben schon hier die Sendezeit, läuft uns davon. Ich würde sagen, nächster Aufreger, Leipzig gegen Köln. Kann man erstmal jetzt einmal anmerken vielleicht. Wir machen jetzt auch nicht wieder das gute Raba-Bashing, wobei du da bist, ist natürlich gerne dabei. Auf aber geht's. Aber fand ich komisch, Rückkehr Timo Werner, erstes Heimspiel Bundesliga nach Pokalsieg, nicht ausverkauft gegen Köln. Ist jetzt auch nicht, dass du sagen kannst, okay, gegen Augsburg kann mal passieren, dass er nicht ausverkauft ist, aber das fand ich, naja, Spiel an sich war einfach ganz gut eigentlich, oder? Also da ist viel passiert. Können wir wieder reden über VAR erstmal? Wollen wir das Thema erstmal einmal kurz abhaken? Hm. War das eine rote Karte? Bei mir aus Prinzip ja. Ich muss wirklich aufpassen, was ich da sage. Ja, gut. Wenn ich ganz, ganz neutral und objektiv bin, finde ich es auch da ein bisschen ähnlich wie bei Drexler letzte Woche. Hm. Wenn du es in der Realgeschwindigkeit siehst, auf der anderen Seite kann man in dem Fall ähnlich wie bei einem Handspiel sagen, ja, okay, Ellbogen ist klar am Hals, drückt ihn weg. Ja. Ich finde, man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht jede Emotion auf dem Platz unterdrücken will. Fußball ist halt kein Rugby oder irgendwas, wo halt alles gesittert ablaufen muss. Da fand ich es halt dann grenzwertig, dass er. Ja, das, für mich war es keine Schlagbewegung. Aber, also Leipziger werden wahrscheinlich sagen, das war auf keinen Fall. Kölner werden eher sagen, ja, nehmen wir mit. Mhm. Interessanterweise Köln unter Baumgart vergangene Saison kein einziges Mal in Überzahl, keine einzige Minute. Und diese Saison jetzt schon 2 Mal in 2 Spielen in Überzahl. Ja, was machen wir aus dem Rest der Partie? Ich würde sagen, starke Kölner, die irgendwie gefühlt da weitermachen, wo sie vergangene Saison aufgehört haben. Pressing, Pressing, Pressing und Flügelattacken. Nur, dass diesmal nicht Podest vorne drin steht, weil der ist ja nicht mehr da, sondern Dietz steht da vorne drin. Der hat seine auch
seine zweite Bude war das, glaube ich, schon, oder? Gemacht hat. Boah. Muss ich mal kurz nachgucken, aber der ist auch ganz gut dabei, gut in die Saison gestartet. Nee, letzte Woche gegen Schalke hat er nicht getroffen. Hat er nicht getroffen, stimmt. Aber war auch, hatte da auch seine Chancen gehabt, glaube ich. Aber er hat jetzt seine Bude gemacht. Und bei Raba, die haben halt so viel Talent auf dem Rasen und kriegen das dann auch zeitweise gewuppt, dass dann irgendwie ein Olmo wieder ein geiles Spiel macht. Aber so richtig zusammenpasst das da alles noch nicht. Also irgendwie hast du für links hast du einen Raum gekauft, der dann neun Flanken schlägt, wie man es von einem Raum erwartet. Von den Flanken kommt eine an und du fragst dich auch, okay, wer soll die Flanken überhaupt da abnehmen? Ihr habt da Werner jetzt vorne drin und ihr habt einen Kunku vorne drin. Naja, da wird es ein bisschen Zeit brauchen. Bin gespannt, ob Tedesco diese Zeit bekommt. Weil ich habe jetzt, man munkelt schon, Eberl ist jetzt am Anflug nach Leipzig als Sportdirektor. Man munkelt, die Draht von Eberl zu Rose ist sehr kurz. Hm. Rose, gebürtiger, nicht gebürtiger, aber hat in Leipzig gespielt früher auch. Boah, ja. Er hat in Leipzig auf jeden Fall gespielt und kommt auch aus Leipzig. Ich weiß nicht, ob er da geboren ist. Wäre auch dann so ein Match, weil zwei Spieler aus zwei Spielen sind trotz der Umstände mit dieser roten Karte ein bisschen wenig für Leipzig. Nico, was denkst du? Ja, definitiv zu wenig. Und je nach Anspruch bist du ja jetzt schon sehr weit weg von dem, wo du mitspielen willst. Insofern also kann ich Unmut verstehen. Wir haben letzte Woche ja auch schon darüber gesprochen, dass vor allem Tobi, du nicht verstehst, was sie da alles gekauft haben, wie das alles auf einem Platz funktionieren soll. Das Problem hast du jetzt ja auch schon gesehen. Fußballerisch war das ja auch nicht kein schönes Leipziger Spiel. Das heißt, da steckt noch sehr viel Potenzial drin. Jetzt Tedesco Rausrufe hier schon zu initiieren. Weiß nicht, ein Tick zu früh, aber ich weiß es nicht. So. Also wäre für Leipzig schon wieder schade, wenn sie in die nächste Saison erst wieder am 10. Spieltag anfangen oder wann es letztes Mal der Fall war, weiß ich nicht. Aber weißt du, was ich meine? Weil Potenzial ist ja genug da in dem Kader, um fleißig mitzuspielen und da oben die Meisterschaft ein bisschen spannend zu machen. Rein aufgrund der Tabellen und der Kaderkonstellation haben sie alles dafür. Weiß nicht. So. Und da wir hier aus Elf-Freunde-Feld ja definitiv kein Wort in diese Richtung werden, fällt es mir gerade so ein bisschen schwer, noch zwei Überleitung zu bauen, aber ich freue mich ja dann doch immer über Mannschaften, die in diesem oberen Drittel zumindest ein bisschen für Unruhe sorgen so und wie sie es auch immer machen, aber Leipzig ist ein großer Kandidat dafür und das haben sie jetzt im Prinzip, ja, wie viel haben sie Rückstand jetzt schon? Also es ist ja schon eigentlich schon uneinholbar mittlerweile wieder. Ja, Marc, zwei Punkte aus zwei Spielen, aber wie gesagt, das sind 1-1 gegen Stuttgart und 2-2 gegen Köln, hättest du nicht genommen. Klar, muss man dazu sagen, die rote Karte, zweite Halbzeit haben sie dann, finde ich, dafür, dass sie Unterzahl waren, sehr gut gemacht. Aber in der ersten Halbzeit war das auch jetzt nicht drückend überlegen gegen Köln. Und da denkst du dir auch, okay, du weißt halt, das wundert mich manchmal, du weißt halt, gegen Köln musst du Flanken verhindern. Das ist das Ding, was du gegen Köln machen musst. Und trotzdem kommt Köln da irgendwie gefühlt zehnmal in der ersten Halbzeit zu guten Flankensituationen. Ja. Und keins kann sich den Ball da immer wieder zurechtlegen und dann irgendwie gucken, dass er den Ball reinkriegt. Und du weißt, das ist doch das eine Ding, was gegen Köln nicht passieren darf. Da... Ey, ich muss gestehen, ich gucke einfach kein RB. Ich schaffe es. Aber dann solltest du auch anfangen, es Raba zu nennen. Das ist ja auch das nicht. Ich versuche nicht mal das irgendwie, okay, all das nicht in den Mund zu nehmen. Naja, egal. Es ist ein spezielles Thema. Trotzdem habe ich versucht, in Vorbereitung auf die Sendung mir dann doch noch schnell die Highlights anzusehen. Und was ich bisher nicht ganz verstehe, oder das hast du ja gerade eben halt auch schon gesagt, ist, wie Köln es schafft, aktuell Tore zu schießen. Das finde ich tatsächlich ein Phänomen, aber was für die nächsten Wochen super spannend zu beobachten sein wird, weil sie haben letztes Jahr mit Abstand die meisten Flanken geschlagen, was du gerade schon sagtest, und hatten mit Modest jemanden, der sie natürlich auch super verwertet hat. Und ich dachte eigentlich, okay, sie werden sich ein Stück weit neu erfinden müssen, weil sie A, Modest nicht mehr haben und B, so langsam dann auch jeder Trainer mitbekommen haben sollte, dass man gegen Köln Flanken verteidigen sollte. Und das ist ja nun tatsächlich etwas, was man als Bundesliga-Mannschaft machen kann. Mhm. Und trotzdem treffen sie aber aktuell immer noch die ganze Zeit. Die vergangene Saison habe ich gerade nachgeschlagen, 25 Flanken pro Spiel. Jetzt haben wir 30 Flanken pro Spiel in den ersten beiden Spieltagen. Also es sind noch mal ein paar mehr Flanken. Klar, okay, sie waren noch zweimal in Überzahl und dann haben sie halt eben mehr Ballbesitz gehabt, als Köln, glaube ich, normalerweise hätte. Und Ballbesitz bedeutet bei Köln, irgendwann kommt die Flanke. Mhm. Ja, aber du hast Dietz vorne drin, der das sehr gut macht, finde ich. Ist natürlich eher noch im Strafraum beheimatet als Modest und
nicht ganz so wendig. Ja. So, Ljubicic hast du noch, der auch einen starken Saisonstart hatte, der sehr viel unterstützt, aber auch vielleicht mal einen Fernschuss macht und dann den Gegner vielleicht so ein bisschen in die Mitte lockt, weil du denkst, Ljubicic, den muss ich verteidigen. Mhm. Ansonsten ist das halt einfach Köln. So. Und das scheint zu funktionieren. Bin ich gespannt, wie lange das noch funktioniert. Muss man sagen, klar, jetzt auch ein bisschen Muster ohne Wert, weil wirklich zwei Spiele ineinander über eine Halbzeit in Überzahl, das wird es, glaube ich, nicht mehr geben in dieser Saison so häufig. Muss man schauen, ob sie da noch was dann ist, wenn es halt mal 11 gegen 11 ist gegen eine Mannschaft, die Flügel besser schließt. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Aufregerspiel und dem nächsten Team, wo man sagen kann, Fehlstart. Hertha gegen Frankfurt. 1-1, Hertha gegen Frankfurt. Auch hier VAR-Entscheidung erstmal. Kann man wieder die Mundfussel diskutieren. Boré fällt in der 90. oder irgendwie kurz vor Abpfiff nach einem Zweikampf mit dem Hertha-Keeper. Er wurde leicht touchiert, aber es gab eine Berührung. Aber tatsächlich finde ich, das ist noch mit die erfrischendste VAR-Entscheidung an dem ganzen Bundesligaspieltag. Ja? Weil ich verabscheue es mittlerweile, wie beim VAR, gerade mit VAR und sowieso in der Bundesliga im Fußball, danach gesucht wird, ob es eine Berührung gab, ob eine Berührung vorlag. Und ich finde, das ist einfach zu wenig. Einfach nur, weil jemanden berührt, ist es einfach kein Foul. Und ich finde, gerade bei dieser Szene kann man das wirklich mal gut zeigen, dass der Torwart ihn aus meiner Sicht nicht entscheidend zu Fall bringt, weil Boré läuft noch einen Schritt weiter und merkt dann, okay, die Szene ist vielleicht auch vorbei und er kommt ein bisschen ins Wanken und nimmt das Ding gerne an. Und in ganz, ganz vielen Fällen wird das gepfiffen. Und in ganz, ganz vielen Fällen sagt man dann, ja, mein Gott, da lag ja auch eine Berührung vor. Aber ich finde einfach, so wie ich Fußball verstehe, ist das kein Foul, sondern er spielt hauptsächlich den Ball. Stimme ich dir mit zu, aber ich würde trotzdem halt immer aus VAR-Sicht sagen, es war keine klare Fehlentscheidung. Der Schiri hatte die Wahrnehmung auf dem Platz, er hatte die Situation so gesehen, es war eine Berührung da und dann war es ein kleiner Schiedsrichterfehler oder ein mittelschwerer, aber es war kein Grund für mich, dass man wieder 2 Minuten Spielzeit, auf gut Deutsch gesagt, wegsetzt. So. Also da war es von der Abstimmung her ein Fehler. Ich fand aber angenehm, dass Willenburg nachher da sehr transparent mit umgegangen ist und halt bei Sky und auch nochmal im Doppelpass erklärt hat, ey, ich hatte da nicht die ganze Wahrnehmung, ich habe auf Ohr bekommen, dass er hat den Fuß nicht weggewischt. Ich habe gedacht, er hat den Fuß weggewischt. Als ich gesehen habe, habe ich gedacht, okay, im Mittelfeld hätte ich es nicht gepfiffen, dann habe ich es halt zurückgenommen, 11 Meter. Fand ich erfrischend, dass man halt da immer nach dem Spiel ganz konkret sagt, das und das und das hat dazu geführt. Ja. Trotzdem, eigentlich für mich kein VAR-Fall und eigentlich für mich trotzdem kein Elfmeter. Klingt erstmal komisch, aber es ist ja die Logik, die eigentlich irgendwann mal dahinter steckte. Ja. Zum Spiel. Hertha früh in Führung, 1-0, relativ schnell. Danach, Hertha sagt sich, hey, wir sind hier Relegationssieger. Frankfurt ist Europa-League-Sieger. Soll der Frankfurt-Europa-League-Sieger jetzt mal das Spiel machen? Die haben sich da aber auch schwer getan mit, oder? Total. Also, haben wenig angeboten und das ist ja so bisschen auch das, was man bei Frankfurt dieses Jahr, glaube ich, befürchten muss, oder? Dass sie, also natürlich dieses Spiel unter der Woche gegen Real war ein absolutes Bonusspiel und es wird nicht die Kräfte gekostet haben, wie es jetzt in der Rückrunde Kräfte gekostet hat, in Barcelona zu spielen oder ins Finale überhaupt zu kommen. Und gerade da in der Phase der Saison haben sie ja letztes Jahr richtig, richtig viele Punkte gelassen. Aber dass sie überhaupt ein Gegentor ganz früh im Spiel bekommen, zeigt ja so ein bisschen, so ganz auf dem Platz gestanden haben sie in der Phase des Spiels noch nicht. Ja, wir haben aber auch viel rotiert gehabt. Also es war ja so, dass gegen Real durften ja die Europapokalhelden ran und jetzt aber dann war ja eigentlich eine relativ andere Aufstellung auch auf dem Spielfeld gegen Hertha. Ich weiß nicht, auf wie viele Positionen sie umgestellt haben, aber Boré saß auf der Bank, Lindström saß auf der Bank. Sehr mit Götze gespielt, mit Alario. Also überhaupt die Front Three, da war ja eine komplett andere. Ja. Also, schwierig, das als Argument so anzugeben. Vor allen Dingen, weil du, wie du gesagt hast, das wird ja öfter kommen. Ich glaube, das Problem ist halt eher, dass sie überfordert waren mit dieser Spielgestaltung. Dass sie selber das Spiel machen mussten. Ja. Ich meine, du weißt auch, der Blick darauf, dass halt auch Hertha natürlich nachvollziehbar in dieser Konstellation Frankfurt das Spiel überlässt. Das wird denen aber jetzt mal häufiger passieren. Der Europapokalsieger, eine der wichtigsten Mannschaften in dieser Fußball-Bundesliga, da wird jede Mannschaft sich jetzt ein bisschen weiter zurückziehen und Frankfurt machen lassen und nicht in die Fallen tappen, die sie in den letzten Jahren erfolgreich gemacht haben. Und das mit der Konstellation, dass du in dem Kader ja offensichtlich auch noch ein paar Stellen hast, von denen du nicht ganz genau weißt, ob sie kommen, ob sie gehen.
ob du eventuell noch umstellen musst. Diese Unruhe, die wird Frankfurt die nächsten paar Wochen auf jeden Fall noch bis Ende August, ne? Auf, befürchte ich, noch ein bisschen Leid tragen lassen pro Spiel. Hm. Und 55 Stunden nach Real dann auf eine Hertha-Wand zu laufen und doch noch zurückzulegen so früh ist nicht dankbar. Kostic ist jetzt weg, hat man auch so ein bisschen gemerkt. Ja, wobei ich da finde, da war ich tatsächlich einfach nur froh, dass das Drama nicht so groß war, wie man es vielleicht erwartet hat. Also sie haben es jetzt gut abmoderiert, haben einen, finde ich, hoffnungsvollen Ersatz dafür bekommen, nach allem, was man hört. Mhm. Der wird Kostic nicht 1:1 ersetzen können, aber es ist ein wirklich guter Linksverteidiger, der ein bisschen anders spielt, der aber auch die Standards von Kostic ersetzen kann. Von daher, das war jetzt eigentlich nicht so. Also ich glaube, es gibt andere Probleme bei Frankfurt, auch gerade im Laufe der Saison, die gewichtiger sind, die wie sagt man, die eher zutage treten werden, als dass Kostic jetzt nicht mehr im Verein ist. Ja, klar. Aber es ist natürlich trotzdem eine Umstellung der Spielweise, wenn du halt irgendwie im Zweifelsfall geht der Ball links raus auf Kostic und da ist jetzt Lenz. Ich mag Lenz total gerne, aber der ist halt ein anderer Spielertyp. Klar. Da bin ich gespannt. Das ist auch für Frankfurt jetzt der nächste Weiterentwicklungsschritt in der ganzen Geschichte. Dass sie jetzt Europa-League-Sieger sind und ich glaube, in der Bundesliga gibt es nur noch 4 oder 5 Teams, die sagen, gegen Frankfurt müssen wir auf alle Fälle gewinnen. Mhm. Und der Rest sagt, gegen Frankfurt Europa-League-Sieger. 0-0 oder 1-1, wie Hertha jetzt. Hertha hat das Ding ja auch am Ende gefeiert, so dieses 1-1. Haben wir ja nicht gegrämt, dass sie da noch das 1-1 kassiert haben in der zweiten Halbzeit. Bin ich gespannt, ob sie diesen nächsten Schritt schaffen können. Tja, ich habe sie ja in der Bundesliga-Vorschau und ich wurde wirklich, man kann fast sagen, beleidigt von Etienne auf Platz 17 getippt. Auf Platz 17? Es war nur ein Spaß, ehrlich gesagt. Hab aber die Macht des Internets unterschätzt. Selten so viele wütende DMs bekommen von Frankfurt-Anhängern, die gesagt haben, das kann ja wohl nur ein Witz sein. War es auch. Aber keine Ahnung, hat mich natürlich trotzdem ein bisschen gefreut, dass sie jetzt erstmal nicht ganz so stark gestartet sind. Das ist immer beim Rasenfunk das Geile. Ich bin ja immer bei der Rasenfunk-Saisonvorschau dabei und die geht ja immer, wie bei Rasenfunk das üblich ist, 4 oder 5 Stunden und dann nimmst du halt 4 oder 5 Stunden auf und dann gibt's halt einmal, müssen wir dann diese Tabelle tippen und du kriegst halt nachher nur Feedback zu diesen Tabellen. Wie kannst du meinen Club da nur auf 17? Das kann doch nicht sein. Wie kannst du Hertha da tippen? Wie kannst du Köln da tippen? Aber du hast halt eigentlich, da hast du ja dann einfach nur irgendwie just for fun diese Tabelle getippt. Du hast ja keine Ahnung, wie diese Tabelle wird. Das ist ja einfach nur just for fun. Aber du hast gerade 5 Stunden drüber geredet und hast da auch und denkst du, Bei uns war es tatsächlich so, dass die einzelnen Redakteure das Orakel gemacht haben und wir irgendwann dann gucken mussten, dass wir die Tabelle zusammenkriegen, dass wir also nicht dreimal Platz 15 haben und haben in dem Moment gemerkt, weil wir von unten angefangen hatten mit Schalke und Bremen, dass wir die alle immer so über den Strich getippt hatten und dann irgendwann waren wir schon bei Frankfurt angekommen und merkten, uns fehlten Platz 17. Und dann war klar, okay, jetzt werden wir irgendeinen dieser letzten 8, 9 Mannschaften, werden wir jetzt wohl mal ganz nach unten tippen müssen. Dann habe ich gesagt, na komm, ich mach's. Dann möchte ich jetzt auch mal gestehen, das ist nicht die professionellste Vorgehensweise, aber es führt zu Ergebnissen, Aber und ihr dürft aber auch nicht unterschätzen, ich meine, ihr seid alles hochkompetente Menschen in diesem Faktor. Das ist natürlich, wenn ihr irgendwas dazu sagt, die Leute hängen an euren Lippen. Ja. So, und wenn du, Tobi, wo hast du Werder hingetippt? Ich hatte sie auf 15, aber ich habe im Nachhinein bereut, dass ich Schalke auf 13 und Werder auf 15 habe. Ich würde es im Nachhinein andersrum machen. Sehr gut. Den nehme ich auch und da schreibe ich sofort, bester Mann, Tobias Escher, wusste ich immer, wenn du sie auf 17 getippt hättest, wäre ich zu dir nach Hause gekommen und hätte dich aufgesucht. Nee, dann musst du zu Nils nach Hause fahren. Ja, stimmt. Aber mit dem habe ich immer noch, aber das haben wir ja geklärt, ne? Aber das Hühnchen, halla, die Welt weh. Noch ein kleines Lob an Hertha. Die haben genau das gemacht, glaube ich, was Sandro Schwarz möchte. Das war nicht schön anzusehen, das war nicht. Die hatten ein paar gute Kontergelegenheiten. Ijuke hat da ein bisschen Rabatz gemacht. Kanga vorne mit der Riesenchance, die er eigentlich machen musste. Aber ansonsten grundsolide verteidigt. Haben das eigentlich so, wie Hertha das, glaube ich, die Saison spielen möchte, gespielt. Ja, ich glaube, das ist genau das, was Hertha-Anhänger, die es ein bisschen realistisch sehen, dieses Jahr 34 Spieltage mitnehmen würden. Ja. Dann haben wir 33 Punkte. Oder? Ja, man muss sich mal vor Augen führen, nach so vielen Millionen, die da durchgespielt wurden, freust du dich über so einen grausamen Fußball, der am Ende vielleicht auch zu Platz 15 reicht. Ja, das haben wir schon so oft zur Genüge durchgekaut, aber ja, aber heute ist ja mal Zeit, Hertha-Anhänger können das Lob mitnehmen, 1-1 können sie auch mitnehmen gegen Frankfurt, ich denke, ich hätte mich vor dem Spiel jeder mitgenommen. Nach dem Spiel kann man sich sogar ein bisschen ärgern, weil halt diese Kanga-Chance, halt Luke Bakio war, glaube ich, auch noch einmal alleine vorm Tor.
Jovetic. Jovetic, oh, Jovetic, stimmt, habe ich ganz vergessen, ja. Ja, ich merke jetzt gerade so, wie wir die Spiele durchgehen, es sind zu viele Vereine, bei denen wir immer wieder sagen, Mensch, das nehmen die gerne mit. Ach, 2 Punkte aus 2 Spielen, das wird gerne mitgenommen. Ach, naja, wenn man am Ende 14. ist, gute Saison gespielt. Ja, aber das ist ja auch die ökonomische Realität ein bisschen, muss man verstehen. Das ist wohl wahr. Ich glaube, wenn halt ein Augsburg gegen ein Leverkusen 2-1 gewinnt, kann sich das Augsburg im Nachhinein freuen, weil sie nicht mal die Hälfte vom Leverkusener Personaletat haben. Und Leverkusen ist jetzt, muss man sagen, nicht gut in die Saison gestartet. Das muss man jetzt als Fehlstart bezeichnen, auch wenn das Spiel gerade in der zweiten Halbzeit hatte Leverkusen genug Chancen, aber Tabellenletzter. Ja. Es war ja aber auch Leverkusen gegen Gikiewicz, ne? Das muss man an der Stelle auch mal klar machen, ne? Jetzt hab ich in meiner Kickbase-App gesehen, als ich da in einer meiner Ligen und ich habe noch nie einen Torhüter gehabt, der fast 300 Punkte gemacht hat. Da habe ich mal versucht herauszufinden, was er da eigentlich gemacht hat an dem Tag. Das Spiel gewonnen. Hat 9 Bälle gehalten. 10 wäre, glaube ich, wäre da, glaube ich, sich in die Annalen der Bundesliga reingemacht, weil so viel hält normalerweise ein Torwart nicht. Aber Leverkusen hat sich erstmal schwer getan. Ich habe eher die erste Halbzeit geguckt und habe gedacht, Mensch, das ist aber behäbig und da kommen sie aber nicht durch und Augsburg dann immer noch mit den 1-2 Kontern, die sie haben wollen. Das ist ja das, was sie spielen wollen, mit Demirovic ein bisschen mehr Tempo hinter die Kette. Und dann in der zweiten Halbzeit hatten sie aber die Chancen eigentlich und dann muss man sagen, müssen sie es eigentlich reinmachen. Ist aber eigentlich ja genau das, was dafür spricht, dass Leverkusen nicht so einen dramatischen Fehlstart gerade erleidet, ne? Dass sie eigentlich gegen Dortmund wirklich ordentlich ausgesehen haben, dass sie jetzt mehr als genug Chancen hatten, um das Spiel zu gewinnen. Sag ich mal, wenn die aus den ersten beiden Spielen mit 4 Punkten rausgehen, dann wird jetzt hier keiner was sagen und die waren absolut auf dem Tablett. Dazu kommt natürlich, dass sie halt im Pokal raus sind. Und das merkt man halt, das ist was nicht ganz so schlimm ist in sich, aber wenn du das auch noch kombinierst mit einem schlechten Saisonstart, dann hast du ein echtes Problem. Und ich weiß jetzt gerade nicht, gegen wen sie am dritten Spieltag spielen, aber gegen Hoffenheim. Jetzt, ja. Auch so ein Duell, aber kommen wir gleich zu. Da weißt du halt einfach Bescheid. Dann irgendwann ist das so ein bisschen exponentiell, wenn du im Pokal verloren hast, das kommt dann da oben drauf und dann tut's richtig weh, weil dann natürlich auch schnell Anhänger, Medien sagen, Mensch, gewinnen einfach nicht. Ja. Augsburg, muss man jetzt sagen, nach diesem 0-4 haben sich wieder reingekämpft jetzt in das Spiel. Muss man aber auch sagen, wenn man da sagt, okay, wenn du verlierst, willst du wenigstens Chance gehabt haben, dass du nächste Woche sagen kannst, nächste Woche machen wir die rein. Ja. Und Augsburg muss dann eher aufpassen, jetzt haben sie gewonnen, aber mit in der ersten Halbzeit ein paar guten Chancen, aber dann in der zweiten Halbzeit sehr vom Keeper abhängig gewesen. Da bin ich auch noch nicht so ein bisschen skeptisch, weil ich auch noch nicht so richtig sehe, dass diese angepeilte Fünferkette von Maaßen, dass die so richtig einschlägt, weil sie müssen dann doch immer wieder sehr tief gehen, um eben die Laufduelle nicht zu verlieren gegen schnelle Gegner. Ja, und wichtig ist da ja auch einfach, dass sie sozusagen dem Hype nicht vertrauen. Also sie wollten ja eigentlich eine neue Nummer 1 haben und Gikiewicz eventuell sogar aus dem Tor holen. Ist schwierig, finde ich, für so einen Verein dann nach so einer Leistung, sage ich mal, den Plan zu verfolgen und vielleicht zu sagen, hey, nur dieses eine Spiel überzeugt uns vielleicht nicht. Also da bin ich persönlich bin Anhänger davon, dass man sagt, okay, wir haben vor einer Woche, so hört man ja zumindest, eine Entscheidung getroffen. Wir wollen eigentlich einen neuen Torhüter. Und wir lassen uns diese Entscheidung jetzt auch nicht nehmen, weil er an einem Tag gegen Leverkusen ja A-Game gespielt hat. Eigentlich darfst du das nicht machen. Eigentlich, wenn du langfristig planst, darfst du das nicht machen. Genau. Aber ich habe mich schon gewundert. Aber das ist halt schwierig, das zu verkaufen. Ne? Die Entscheidung an sich schon gewundert. Weil Gikiewicz hatte jetzt, fand ich, letzte Saison keine schlechte Saison. Klar, er ist immer für 1-2 Patzer gut. Mhm. Er ist vielleicht auch nicht der spielstärkste Torhüter, aber brauchst du das wirklich als Augsburg? Weil wenn du jetzt im ersten beiden Spieltagen wieder unter 40% Ballbesitz hast, was soll der Torwart da mitspielen? Ich sag dir ganz ehrlich, ich kann das nicht bewerten. Also ich weiß nicht, was Gikiewicz für ein Faktor ist in Augsburg. Dafür beschäftige ich mich zu selten mit dem Torwart des FC Augsburg. Aber ich finde halt, wenn jemand, der jeden Tag da an der Mannschaft ist und mit dem Trainer zusammen entschieden hat, wir brauchen einen neuen, dann darf er sich nicht von einem Spiel beeinflussen lassen, sondern dann muss er seinen Plan durchziehen. Ansonsten hat er sich vorher nicht gut genug überlegt. Bin ich sehr gespannt, ob wen wir da kommende Woche im Tor sehen werden. Hey, macht mir keine Angst. Ich hoffe darauf, dass er bleibt. Fakt ist einfach, aber finde ich, Stichwort Augsburg, dass sie jetzt schon das machen, was sie sonst erst später in der Saison machen, die Punkte sammeln, die nicht erwartet werden müssen. Ja, das ist das ewige Krups mit Augsburg, nicht? Die sind irgendwie unabsteigbar.
Ja. Es ist halt nicht so, dass die mal ein oder zwei Jahre mit dem Ding durchkommen, sondern jedes Jahr. So irgendwie. Ja. Schwierig für jeden Werder-Fan. Schwierig das jetzt schon. Ganz liebe Grüße. Also rein Werder Bremen-Sicht, dass ich einfach jedes Mal eine Mannschaft suche und Augsburg wird es dieses Jahr aller Voraussicht nach auch nicht sein. Ja, weil die hatten jetzt wieder 50% oder irgendwie 55, irgendwie sowas in die Richtung Passquote. Ich denke, hey, zweiter Spieltag und das ist schon wieder, das ist schon wieder soweit. Das liegt nicht an Torhüter, lass den Torhüter drin. Wobei ich schätze, dass er nicht drüber gewesen sein wird, aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir, was haben wir denn noch für Spiele offen? Bochum hat ärgerlicherweise 3-2 gegen Hoffenheim verloren. Das ist schlecht, ne? In einem Spiel, was ironischerweise, das war das torreichste Spiel des Wochenendes. Ich fand es aber gar nicht so spektakulär. Nee. Also es war halt von den Toren, es waren früh Tore sind gefallen und dann war es aber nachher, nach dem doch recht frühen 2-2, ist er erstmal über die Luft so ein bisschen aus der Partie raus. Dann vor, was waren 17.000 in der halbleeren Arena da, Saisonauftakt, ist auch traurig, aber wieder andere Geschichte. War dann so ein bisschen nach dieser geilen Anfangsphase die Luft raus, ehe dann Hoffenheim in der zweiten Halbzeit doch wieder stärker ins Spiel gekommen ist und doch wieder besser gespielt hat. Ich kann zu dem Spiel nicht ganz so viel sagen. Was nur auffällig ist, ist, dass er, glaube ich, bei vielen VfL Bochum einfach auf dem Zettel war als 18. oder zumindest als Abstiegskandidat. Und wenn du dann natürlich schon zwei solche Spiele auf diese Weise verlierst, wo du in Führung gehst, wo du eigentlich gut drin bist, gegen Mannschaften, bei denen man immer davon ausgehen muss, dass man dort eher mal einen Punkt holt und die beide verlierst zum Auftakt, ist das natürlich sehr schädlich, überhaupt nicht gut. Jetzt geht's, glaube ich, gegen die Bayern am dritten Spieltag. Es kommt schon ziemlich dicke im VfL. Ja, stimmt. Andererseits kann man auch wieder ein bisschen mit Leistung argumentieren. Zumindest in der ersten Halbzeit. Also was mich bei Bochum positiv stimmt, ist, dass die Fünferkette, hatten sie auch schon öfter ausprobiert, aber ich hatte immer in der Vergangenheit das Gefühl, Fünferkette ist eher die Notlösung bei denen. Das klappt nicht so gut, aber das hat, finde ich, sehr gut geklappt eigentlich in dem Spiel, weil die Tore waren ja auch eher über Standards und über so Knicklichkeiten, war nicht jetzt, dass man sagen konnte, da war systematisch was falsch. Und Stöger ist ja natürlich irgendwie, der hat irgendwie Bock, das nochmal allen zu beweisen, dass er Mainz unnötigerweise auf der Bank saß. Und der hat ja gleich die Fäden in die Hand genommen. Wieder ein Tor eingeleitet, das zweite mit einem Assist vorbereitet. Also der ist in wirklich fabelhafter Form und findet da vorne Zoller, der zu bestätigen scheint, dass er auch auf diesem Niveau weiterhin trifft. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Bochum live gesehen in Berlin gegen Viktoria im Pokal. Und da hat man halt schon gesehen, was ihm, glaube ich, am Wochenende auch zugute kam, dass er mit Hofmann jetzt spielt. Und Hofmann schon sehr, sehr viel, so ein bisschen dieses Weghorst-Ding von früher, viele Wege macht, jemandem dann auch einfach den Weg frei macht. Das hat man auch, finde ich, bei beiden Toren ganz gut gesehen, dass er dann in Räume kommt, die einfach frei sind, weil sein Mittelstürmer für ihn arbeitet. Und das hat man auch in Berlin gesehen live, dass man dann halt, dass Zoller einfach immer wieder gute Gelegenheiten hatte, weil er so ein bisschen phantomartig durch den Strafraum läuft. Ne? Und weil halt Stöger dann die Flanken schlägt. Ja, war ja auch ein großes Problem bei Bochum. Hereingaben, Flanken haben wir letztes Jahr viel auf Tempo setzen müssen und dass das vom Mittelspieler kommen muss, okay. Aber dass es kommt, ist, glaube ich, schon ein guter Faktor. Hoffenheim ist mir so egal geworden. Weil der hat jetzt auch ein bisschen mit, ich bin ja jetzt nicht so ganz extrem, ich bin ja da relativ schmerzfrei, was so diese Konstrukte angeht. Die spielen da halt gegen Bochum mit Fünferkette hinten. Und das ist dann auch eine Fünferkette in vielen Teilen des Spiels. Angelino noch ohne Bindung ans Spiel. Klar, in der zweiten Halbzeit kommst du dann besser ans Spiel auch. Aber trotzdem ist das halt, du musst es als Hoffenheim schon besseren Fußball anbieten, um wirklich Leute zu begeistern. Zu locken. Da bin ich gespannt, wie das noch weitergeht, weil ich sehe da noch nicht so mega viel Entwicklungspotenzial, außer dass der Kader sehr gut ist. Ja, ich finde halt zumindest mit Grischa Prömel und mit Kabak haben sie jetzt zwei Spieler geholt, die ich echt interessant finde und die ich gut finde. Und ich meine, Kabak hat ja auch das Tor gemacht, wieder, glaube ich. Ne? Im Pokal hat er, glaube ich, auch getroffen. Das finde ich tatsächlich mal erfrischend. Bei Hoffenheim im letzten Jahr hat mir dieser Kader einfach gar nichts mehr gegeben. Jetzt habe ich so zwei, drei Spieler, deren Entwicklungspotenzial ich interessant finde. Auch eigentlich geil, aber ich finde da immer, da passt nicht so viel zusammen. Du hast jetzt halt, okay, du hast jetzt die Standardstärke, die haben sie jetzt ja auch ausgespielt in diesem Spiel, die du da dir zusammengepasst hast, aber dann Kramaric, der weniger Leute zum Kombinieren hat gefühlt als früher. Esko, der
links gute Vorbereitung gespielt hat, dann holen sie Angelino, jetzt spielt er rechts und ist auch gegen Bochum sehr wenig zu sehen plötzlich. Wie gesagt, das ist mir. Vielleicht werden sie noch besser, aber momentan ist da nichts, wo es mich sagt, ich muss jetzt heute das Hoffenheim-Spiel gucken. Das war noch nie der Fall. Und jetzt kommt noch der absolute Knaller zum Abschluss. Mainz gegen Union. Mein 0-0. Gott. Sonntagnachmittag. Das ist wirklich, ja, da das ist wirklich wie so eine Bootsfahrt, wo du denkst, alle haben davon erzählt, dass es ja ganz gut sein soll. Und du merkst irgendwann, wenn jetzt nicht demnächst mal ein kaltes Bier kommt, dann werden das lange 90 Minuten. Also das ist wirklich, das hat ja gar nichts gegeben. Ich habe mir dann auch noch mal die Highlights angeguckt und es gab einfach keine. Es war ein echtes 0-0-Spiel der schlechteren Sorte. Du, also beide Teams haben halt so gespielt, wie sie gespielt haben. Ich muss auch zum Glück gestehen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur die Highlights mir angeguckt, ich habe es mir gespart. Aber es klang ja alles, was ich auch in den Highlights gesehen habe, was man so liest, das ist halt, die haben halt ihren typischen Stiefel runtergespielt, beide Teams gut gestanden, wenig Räume, viele Zweikämpfe dadurch im Mittelfeld und dann vorne und hinten passiert nichts. Und das dann bei 32 Grad Außentemperatur ist, glaube ich, nicht die geilste Werbung für die Bundesliga. Ist halt dann, du liest montags Interview mit Oliver Kahn in der Financial Times, wo er sagt, die Bundesliga muss mehr Auslandserlöse erzielen und wir müssen nach Amerika an den Markt gehen. Denkst du dir, aber wer soll da denn Mainz gegen Union Berlin angucken? Ernsthaft, also das ist nicht böse gemeint, aber das ist der 8-Platzierte der vergangenen Saison gegen den 5-Platzierten der vergangenen Saison. Es gab letztes Jahr ja so einen Tweet, der mich durch die gesamte Saison getragen hat und der ging in etwa so, jede Woche spielt Mainz gegen Hoffenheim, weil das halt so, sind so Teams, es gab, das letzte Jahr gab's das ständig, dass du dachtest so, ja, man, jetzt nervt schon wieder Fürth gegen Bochum oder sowas und die spielten dann halt auch ständig so. Das ist ja jetzt dieses Jahr ein Glück, dass wir mit Schalke und Werder zwei Aufsteiger haben, bei denen man erstmal nicht von Grund auf das denkt und die auch bisher einen anderen Fußball anbieten. Das war wirklich so ein Rückfall in alte Zeiten im Sinne von letzte Saison. Und mein Gott, warum gucke ich das überhaupt? Ich hätte auch gar kein Problem damit, wenn das halt gute Spiele wären. Also wenn du halt sagen würdest, okay, aber die beiden Teams sind ja, das ist auch völlig legitim. Und die haben ja diesen Kompaktheitsfokus, die machen das perfekt. Und dann hast du da halt wirklich zwei perfekte Fünferketten, perfektes Mittelfeld, Stürmer greifen im richtigen Moment zu. Aber es ist halt dann eben nicht mehr als dieses, das ist dann sehr klinischer Fußball. Ja. Das wird dann sehr schnell sehr klinischer Fußball, wenn der nicht gerade an der alten Försterei gespielt wird und dann alles abgeht so. Muss man, aber wenn du es dann in Mainz und da passiert nichts bei 30 Grad, ist dann halt so. Also dann tut es mir auch leid für alle Mainzer und Unioner, warum reden wir nicht drüber? Nun, niemand ist von uns da emotional involviert. Und dann gibt es dann auch nicht mehr so viel zu, unendlich viel zu sagen nach dem Spiel. Nee. Machen wir schnell weiter, oder? Nico, willst du noch was Wichtiges beitragen? Sagen wir so, ich formuliere so, während meiner Zeit hier auf dem Festival und meinem Versuch, so viel wie möglich über die Bundesliga in der Vorbereitung mit aufzusammeln, damit ich hier heute mitmachen darf, war dieses Spiel relativ schnell für mich abgehakt. Ich glaube, wir haben damit schneller, auch... Schneller als meine Rede dafür jetzt gerade. Ich glaube, wir haben aber auch dann den Spieltag durchgehakt. Also wir haben alle Spiele, nee, glaube ich... Nee, aber du hast... Das finde ich sehr schön, dass du jetzt schon so weit bist, dass du den kommenden deutschen Meister vergisst. Ja, das ist so... Ja, ich habe es jetzt auch hier, sehe es auch gerade auf unserer Anzeige, FCB gegen WOP. Das vergisst man total, weil das so offensichtlich ist. Bayern, München. Die Bayern. Hat Wolfsburg besiegt mit 2-0. Einem richtig starken Musiala, der ist irgendwie Weltfußballer bald. Weltfußballer, kann ich gleich noch zwei Takte, habe ich wieder völlig wahnsinnige Dinge gelesen. Erstmal kurz zum Spiel. Wolfsburg fand ich, ist gar nicht so schlecht reingestartet. Hat sehr gut das Zentrum verdichtet, hat gemerkt, okay, die haben gecheckt gegen Bayern, wenn die durch das Zentrum kommen wollen, das haben sie gegen Frankfurt nicht gecheckt. Da müssen wir uns dann zusammenziehen, das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Auch im Anlaufverhalten vorne war das sehr, sehr gut, fand ich. Das 1-0 war so der Brustlöser und danach haben es die Bayern runtergespielt, fand ich. Mit einer zweiten Halbzeit, die ich dann auch gar nicht mehr ganz verfolgt habe, gebe ich offen zu, weil es dann irgendwann hat sich ausgeplätschert, hast du gemerkt, okay, Wolfsburg kommt ja nicht mehr zur Rande. Die Bayern merken auch, dass sie heute keine 5-0-Gala machen. So. Das wäre mein persönliches Fazit zu diesem Spiel. Nico, was meinst du? Und ich habe davon nicht wirklich was mitgekriegt von dem Spiel. Okay. So. Aber ich habe Bayern-Spiele, wie du Leipzig-Spiele abhackst, halt ich Bayern-Spiele ab, weil es halt der Meister. Ja, ich war beim Auftakt gegen Frankfurt, war ich im Stadion und konnte es mir angucken. Auch.
Ja, ich fand's, es war unfassbar. Es war wirklich, eigentlich war es schon fast eine Frechheit, weil sie haben es wirklich, es hat mich so an so NFL-Spielzüge erinnert, wo Pavard bekam ständig den Ball irgendwo an der Mittellinie. Und dann hast du einfach gesehen, die vier vorne wissen alle genau, wer wohin läuft und dass das gleich funktionieren wird. Der Einzige, der sich vielleicht ein bisschen davon gelöst hat, war Thomas Müller, der immer geguckt hat, wo ist jetzt gleich der freie Raum und da gehe ich rein. Mhm. Und ich finde, das hat man auch gegen Wolfsburg gesehen, auch wenn das vielleicht nicht ganz so gut geklappt hat und Wolfsburg sich vielleicht auch nicht so, ja, beinahe hat reinlegen lassen wie Frankfurt. Aber da, es geht die ganze Zeit so, diese vier machen mir wirklich Angst, weil die finden immer einen Weg, dich zu schlagen. Und sie finden immer den einen, der, wenn sie so laufen, wie sie laufen, immer frei sein wird. Und sie wissen halt auch schon vorher, wer es sein wird. Oder ne, wie ein Quarterback, der seine Reads durchgeht und der halt einfach weiß, okay, wenn der links nicht frei ist, dann ist aber definitiv der rechts da vorne frei. Also spiele ich ihn da schön in die Gasse und dann wird das funktionieren. Und das, auch das hat ja gegen Wolfsburg nicht so häufig funktioniert, aber die Ansätze waren ja voll da. Ne? Hat dann wieder funktioniert irgendwann, wo sie es dann ein bisschen umgestellt haben. Am Anfang hat Wolfsburg, das finde ich auch gut gemacht, da haben sie halt immer so seitlich angelaufen, haben halt eigentlich den Pass, den du nicht haben willst, haben sie den Pass nach vorne immer den Spielern freigegeben, aber sie wussten lieber raus auf den Flügel, als wenn der Ball einmal ins Zentrum kommt, sind wir tot. Ja. Und dann, das ist ja das, guckst du dir das 1:0 nochmal an, habe ich mir irgendwie 3 oder 4 Mal angeguckt, da sind halt alle Wolfsburger im Zentrum. Da ist halt, die sind halt da mega verdichtet und eigentlich denkst du dir, da müsst ihr den Ball rausspielen. Ey, du musst jetzt auf die Flügel gehen, weil da kommst du nicht durch das Zentrum. Mhm. Und die kommen da durch, weil Musiala einfach von 3 Leuten, die ihn faulen, sich nicht unterkriegen lässt, sofort wieder aufsteht, das Ding reinknallt. Ja, das war natürlich auch irgendwie so eine Szene, bei der man das erste Mal, ja gut, Respekt hat man sowieso vor ihm, aber in dem Moment habe ich Angst bekommen, weil ich dachte, Mensch, jetzt schafft er es auch in solchen Szenen, sich zu behaupten. Das war ja gerade im letzten Jahr auch noch ein echtes Problem von ihm, wenn er gegen körperlich starke Gegenspieler spielte, wenn er gedoppelt wurde, dann bekam er einfach Probleme. Und jetzt gewinnt er auch solche Duelle und macht direkt das Tor. Ich habe jetzt gelesen, das fand ich so krass, weil ich wusste tatsächlich nicht, dass das so als Trainingsmethode mit etabliert ist. Er trägt im Training häufig so eine Brille. Ah ja. Diese Brillen, die man früher von Atzen-Rappern kannte, wo du dann halt nur teilweise durchgucken kannst, wo du dann nur 70% Sehstärke hast, also nur 70% sehen kannst. Und das trägt er dann im Training, damit er, wenn er im Spiel 100% sehen kann, die Raumwahrnehmung, die Wahrnehmung von Sachen besser ist. Und die Reaktionszeit. Wahrscheinlich diese Brille, die es bei uns gab, die früher mal in der Schule, wenn so Aktion war, keine macht den Drogen oder so, oder keine macht dem Alkohol, dann bekam man so Brillen und muss dann so ein Parcours durchlaufen und die haben so ein bisschen, ja, so kennst du das, Nico? Und dann hat man sich gefühlt, als wäre man betrunken. Und mit 14 hat man das erste Mal gesagt, okay, ich trinke auf gar keinen Fall Alkohol. Na, definitiv. Ich finde diese ganze Idee, finde ich, grandios und absurd zugleich. Also wenn ich mir vorstelle, dass er wirklich mit so einer Brille da langläuft. Aber das, was wir hier als Ergebnis bei dem zukünftigen Weltfußballer sehen, rechtfertigt ja jede Aktion, die da gefahren wird. Also, ja, was soll man sagen? Das kommt eigentlich aus dem Torwarttraining, oder? Diese Brille? Das kann sein, echt? Ja. Das kann sein. Weil die Idee dahinter ist ja tatsächlich eine technische und gar keine für Raumwahrnehmung, dass du halt nicht ganz weißt, wann der Ball kommt und dein Gehirn vorher geht. Ja. Muss man ja auch nochmal wissen, dass viele Bewegungen beim Fußball einfach nur Memory-Bewegungen sind. Weil du eigentlich, der Korridor, in dem du den Ball treffen musst, ist häufig zu klein, kleiner als der Korridor zwischen Gehirn und Fuß, glaube ich, irgendwie habe ich mal gehört. Dementsprechend musst du da viel mit Memory, Muscle-Memory und sowas und Gehirn-Memory und Erfahrungswert und sowas. Das ist lustig, das sieht man häufig auch beim Amateursport. Das sieht man, ja. Sich einfach nur daran erinnern, rechts und jetzt war das nächste war links und dann wieder rechts. Und manchmal klappt's. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Naja. Ja, Wolfsburg ist es immer, gegen Bayern ist so ein, ich sag ja immer, bei Formel 1 heißt es immer, wenn du in Italien da in Imola fährst, das zählt nicht, weil die Strecke ist irgendwie so anders und so komisch konzipiert, dass du das nicht, dass das nicht gilt für andere Strecken, was du dafür ein Setup haben musst für den Wagen. Und das ist bei Spielen gegen Bayern, da ist das Setup aus taktischer Sicht ist so ein komplett anderes, dass du da keine Rückschlüsse ziehen kannst auf die 16 anderen Rennstrecken, die du pro Serie fahren musst. Dementsprechend. Finde ich ein gutes Bild, als würde Giancarlo Fisichella in Imola gewinnen und man weiß aber trotzdem, genau, er wird auf den anderen Strecken nicht reißen können. Aber das ist, war ja immer so. In Italien gab es dann immer diese Außenseiter-Siege, irgendwie Sebastian Vettel mit seinem ersten Sieg oder sowas im Schieß mich tot. Naja. Ich bin auch keine Formel 1-Experte. Lass uns beim Thema Fußball bleiben. Na gut.
Und jetzt haben wir aber den Spieltag durch, oder? Jetzt haben wir doch, jetzt habe ich keine Partie mehr vergessen, keinen ja. Dauermeister, den ich irgendwie unterschlagen habe, keinen Dauerabsteiger oder sowas. Nein. Alle Spiele durch, die Tabelle sparen wir uns, die ist nach Spieltag 2 noch nicht so spektakulär. Bayern Dortmund vorne mit 6 Punkten. Die einen extrem überzeugend, die anderen, haben wir auch schon gesagt, ein bisschen so wackelig. Hinten Bochum mit 0 Punkten, auch das erwartet worden. Einzige Überraschung, Leverkusen mit 0 Punkten. Aber auch das wird sich, ja, ich will nicht sagen wahrscheinlich, aber könnte sich am kommenden Wochenende schon ändern, wenn sie gegen Hoffenheim spielen. Hm. Wenn nicht, dann können wir, glaube ich, über eine echte Leverkusener Krise reden. Dann wird auch Soerano angezählt. Dann wird, glaub, den hat, glaube ich, nicht, haben nicht viele im Tippspiel als erste Trainerentlassung. Das würde mich wundern. Dann wechselt Tedesco direkt nach Leverkusen. Ja, gut möglich. Aber wir wollen die Sendung noch nicht abhaken hier. Oh. Da du zu Gast bist, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet für uns. Ein sehr, sehr schönes Spielchen. Und danach haben wir noch ein kleines Thema, das wir diskutieren können. Aber wir haben ein Spielchen. Ich habe dir die Geschichte mitbekommen. Willst du es auch mitspielen, Nico? Wie du möchtest. Ich bin auf jeden Fall so. Ich höre sonst auch gerne nur zu. Sag Bescheid. Ihr könnt auch gerne beide zusammen spielen. Also, ich bin Telefonjoker. Okay. Ihr kennt ja vielleicht noch die alte Sendung Dalli Dalli. Die es früher im Fernsehen gab, noch vor meiner Lebenszeit, ich glaube auch noch vor deiner Lebenszeit. Ich habe dann immer nur die Remakes gesehen, die dann irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen liefen. Da gab es ein Spiel, man muss so viele Begriffe zu einem Thema nennen, wie es geht. Also so, keine Ahnung. Thema, was machen Sie an einem Tag am Strand? Und dann hast du, Sonnen. Ja, was man am Tag, dann kannst du halt alles, alles nennen. Weil Pommes essen. Pommes essen, Eis essen, Strand liegen, bla bla. Und ich habe eine Geschichte gesehen, vergangene Woche in den Nachrichten. Und da habe ich mir gedacht, das eignet sich perfekt für dieses Spiel. Der DFB hat jetzt bekannt gegeben, dass sie bei sich zu Hause in ihrer Zentrale, wie das halt so ist, 4 Safes gefunden haben. Bei 2 Safes weiß man, was drin ist, aber bei 2 Safes hat niemand eine Ahnung, was ist eigentlich in diesen Safes drin. Weil niemand beim DFB hat die Codes für diese Safes, niemand beim DFB hat irgendwie einen Schlüssel oder sowas. Also diese Safes sind auch nirgendwo in den Unterlagen angemeldet. Deswegen hat man jetzt mal schnell vorsorglich das Steueramt hinzugezogen, um bei der Öffnung des Safes dabei zu sein. Klar. Und deswegen. Wurden die jetzt schon geöffnet? Oder? Die wurden noch nicht geöffnet. Nein, nein. Die Frage ist natürlich, 30 Sekunden Zeit für dich. Wow. Was ist in diesen Safes drin? Wow. Regie, seid ihr bereit? Dalli? Dalli. Die nächste Choreo vom Fanclub Nationalmannschaft. Die Integrität des Verbands. Die Popel von Joachim Löw. Die Nationalhymne aus Sicht von Mesut Özil. Boah, jetzt wird's aber schwierig. Das Trikotdesign für die WM 2022. Die Uhr von Reinhard Grindel. Das Rückgrat, was man abgegeben hat, um zur WM zu fahren. Was ist das? Das war's. Oh. Sie sind die der Meinung, das war WM 2006. Spitze. Ja, ich find's auch sehr gut. Unser Anwalt dankt auch, dass du die offensichtlichen Gags hast liegen lassen. Ja. Ja, da ist unser Anwalt, glaube ich, sehr dankbar, dass wir jetzt hier nicht irgendwie Ärger bekommen. Na gut. Die offensichtlichen Gags mit Geldern und sowas liegen gelassen. Sehr gut. Sehr gute Runde. 7 Punkte. Na. Ich glaube, damit kann man leben. Ja. Ich glaube, wir machen das öfter, wenn jetzt der nächste Gast kommt, dann spielt er dann gegen dich. Das ist ein gutes Format. Was sagt ihr zur Geschichte an sich? Nico, vielleicht dein Kommentar? Ja, ich sag, da sind wahrscheinlich Unterlagen drin, die noch mehr Informationen die Öffentlichkeit nur beunruhigen würden. Ja, aber ich glaube, ich muss halt ehrlich gestehen, ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwelche Dinge, die auf Straftaten hinweisen, in dem Safe im Keller vom DFB lagern. Boah, also DFB war mal tatsächlich so ein Leib- und Magenthema bei mir. Das habe ich mal eine Zeit lang bei Freunde recht viel gemacht und habe da mal so eine Zeit lang zum Grundlagenvertrag recht viel geschrieben. Mhm. Das ist quasi der Ausgleich zwischen den Profimannschaften der DFL und dem DFB und wie da Geld von A nach B am Ende des Jahres quasi verschoben wird. Und um das kurz zu machen, das Ganze ist gedeckelt. Also ab einer gewissen Summe kriegt man halt nichts mehr. Und wenn man das aber nicht mehr deckeln würde,
und das mit den neueren Erträgen, also diese Verträge sind schon relativ alt, wenn man das jetzt nochmal neu vergleichen würde, dann würde der DFB viel, viel mehr Geld bekommen, als er aktuell bekommt von der DFL, also von den Profimannschaften. Und natürlich hat die DFL, haben die ganzen Profivereine kein Interesse daran, dass diese Deckelung aufgehoben wird und dass der DFB darauf zugreifen kann. Und ein Grund, warum sie nicht mehr Geld bezahlen, wenn ich das richtig noch in den Kopf bekomme, ist, weil ja die DFL quasi kostenfrei die Nationalspieler zum DFB bringt. Das Interessante ist nur, es gibt halt auch keine Ausgleichsregelung oder irgendwas für Manchester City. Also wenn Ilkay Gündogan kommt, dann kriegt der DFB dafür ja auch nichts oder muss nichts bezahlen oder wie auch immer. Da gibt es ja auch keinen Ausgleich. Mhm. Jedenfalls habe ich irgendwann mal mit einem Verantwortlichen vom DFB telefoniert und halt gesagt, wie ich das sehe und dass man da doch eigentlich was machen müsste. Und irgendwann wurde ich wirklich so dermaßen durchs Telefon angeschrien, dass ich das nicht schreiben kann, weil ich sonst die Zukunft des deutschen Fußballs gefährden würde. Und man hat wirklich so rausgehört, dass da nur noch blanke Panik war. Und ich wurde noch nie in meinem Leben am Telefon so sehr angeschrien wie in dem Moment. Und später stellte sich tatsächlich raus, nicht durch mich, sondern durch andere viel bessere Journalisten, dass es halt tatsächlich alles Unfug ist, was in diesen Verträgen steht. Und seitdem, auch weil diese Person recht eine Zeit lang sehr, sehr viel zu sagen hatte, habe ich sehr viel Respekt vor diesen Leuten verloren. Und deswegen glaube ich oder könnte mir vorstellen, dass in diesen Saves, dass es besser ist, dass da Leute dabei sind und sich angucken, was da wohl drin ist, bevor da wieder was verschwindet. Naja. Ja. Frage ist, wie groß ist da die Dummheit? Weil, wie gesagt, wenn du da jetzt irgendwelche Dinger Training hast. Aber wenn du so viel drehst und dann irgendwann vergisst du, was da noch mit drin lag und dann musst du dein Büro räumen, dann kommt der nächste Vorsitzende und dann denkst du dir irgendwann, scheiße, da waren noch diese vier Saves. Wobei ich halt, das ist ja schon skandalös genug, dass in den beiden Saves, wo sie wissen, was drin ist, ist dann der Nachlass von Herberger drin. Der ist teilweise noch viel wert, also 150.000 Euro hat man jetzt irgendwie geschätzt, aber da dürfen dann auch Unterlagen drin sein, von denen eigentlich Herberger wollte, dass sie der Öffentlichkeit und dem zur Verfügung gestellt werden. Weil er hat ja seine ganzen Tagebücher und alles und das ist ja auch eigentlich alles einsichtbar, aber da wüsste ich auch gerne, was da jetzt in diesem Nachlass von Herberger, der tot ist seit 70ern, oder? Der ist irgendwann in den 70ern gestorben. Müsste passen. Vom Alter her. Der war ja schon relativ alt, ja. 54. Ja, dass die in einem Safe liegen da im Keller vom DFB, das finde ich auch schon kurios. Müsste eigentlich mal so eine Liste mit den unveröffentlichten Geheimnissen des DFB machen und dann überlegen, was könnte davon da drin liegen, oder? Es gab doch mal bei 54 die Annahme, dass sie gedopt waren. Doping, ja, vielleicht da, die Doping-Dinger. Vielleicht liegen da noch so gebrauchte Spritzen drin oder so und dann. 2006, klar. Sommermärchen, klar. Aber auch die Kirchaffäre, vielleicht ist da auch noch was. Stimmt. Ja. Ja, gut, wir kommen zu weit weg. Naja. Lass uns nach diesem Thema voller seltsamer Wirtschaftsgeschichten und Misswirtschaft und Missgunst. Lass uns zu einem Thema gehen, das etwas freudiger ist. Der HSV und Kühne. Klar, wir haben keine Zonenliga mehr, haben wir gesagt, haben wir auch ganz transparent gesagt. Zonenliga diese Saison wird von uns nicht fortgesetzt, weil uns dazu die Expertise in der zweiten Liga fehlt. Aber natürlich so eine Hammergeschichte, die lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Kühne hat gesagt, er möchte beim HSV wieder einsteigen. Er bietet dem HSV sehr, sehr viel Geld für ein bisschen mehr Anteile. Und er hat auch gesagt, ja, dann machen wir auch das Stadion zum Uwe Seeler Stadion, das Volksparkstadion und dann wird alles richtig gut. Muss man zugreifen, oder? Nico, kann man Kühne trauen? Das ist ganz gemein, mir diesen Ball hinzulegen, weil du weißt, ich bin zu nah dran an der Sache. Der Deal ist nicht da, da muss ich den nächstbesten Experten für das Thema nehmen. Ja, und ein guter Freund von mir hat glaube ich, so sinngemäß getwittert, es ist interessant, dass Kühne offensichtlich, ich glaube, die Fans vom HSV sind ziemlich vergesslich oder so dumm, dass sie nicht sehen, dass es das gleiche Angebot nochmal ein schlechter ist, was er regelmäßig macht. Ja, klar. Und das bringt es auch irgendwie wirklich auf den Punkt. Ne? Ich meine, die Aktualität überrennt uns schon. Ne? Das ist ein bisschen schade, ist, weil ich gedacht habe, dass die Post ein bisschen länger dauert. Aber er hat ja öffentlich schon verlauten lassen, das ist ihm, diese Formulierung mochte ich so gerne. Deswegen möchte ich sie euch eigentlich auch kurz mitgeben. Irgendwie zeigt, wie sehr Herr Kühne sich mit dem HSV verbunden fühlt und man soll in Gespräche gehen, aber das Angebot ist so nicht tragbar und umsetzbar. Und das bringt es eigentlich auch auf den Punkt. Es ist ja aber nur
Also wir sehen ja, also okay, Episode X ist jetzt geschlossen, wir machen kurz eine Pause und dann geht die nächste Episode demnächst los, denn das ist ja damit nicht beendet. Es geht ja immer weiter und dieser Kampf und diese Probleme, die ja auch nicht verschwinden, eher im Gegenteil, denn das, was auch interessanterweise im Gesamtpaket Stadionumbau, ich jetzt bin ich nicht mehr ganz tief drin, aber an unterschiedlichen Kalkulationen darüber gelesen habe, wie viel das tatsächlich kostet. Also ich glaube, die Stadt hat das mal niedriger gerechnet, als es der Verein vorgerechnet hat, ist ja dann trotzdem insgesamt ein ganz großes Volumen, das der HSV de facto als Zweitligist nicht alleine so stemmen kann, weil das Geld schon woanders untergebracht wurde. Und dann die weitere Konstellation aus, was ihr alle kennt hier und alle wisst aus, wenn er versucht, eine Mannschaft hinzubekommen, die irgendwie funktioniert, mit Bold jemand da drüber, der schützend schon letzte Saison die Hand darüber gehalten hat, dass er zumindest bis Saisonende weitermachen darf und dann auch eine Gemutte gesammelt hat, um weitermachen zu dürfen. Aber das ganze Bilde rausschmeißen, wieder dazu holen, von Verantwortlichen im Verein, Hierarchien und Rochadespielchen innerhalb des Vereins, das ich befürchte, dass das kühne Angebot in einer moderateren Version kommen wird nochmal und dass es dann sich in der Mitte trifft und dass es vielleicht weniger Entscheidung des der Vereinsmitglieder braucht und damit dann auch durchführbar ist, weil das wahrscheinlich die einzige Chance ist, dass der HSV überleben kann. Also Kühne wollte, er hat jetzt, wie viel Anteile hat er? 15% oder liege ich da gerade falsch? Er hat ja einen Teil davon wieder verkauft. Ja, er hat einen Teil davon wieder verkauft, aber jedenfalls wollte er 39,9 haben. Und in 49,9 eben nicht, weil noch 10% bei anderen, also in mehr als 39,9 geht gar nicht. Aber der HSV hat in seiner Satzung eigentlich verankert, dass nicht so viele Anteile verkauft werden dürfen. Also wir haben da eigentlich gesagt, ey, die Fans, das wollen wir nicht. Und deswegen hat der HSV das jetzt auch offiziell abgelehnt, aber hat auch gleichzeitig gesagt, man wolle mit Kühne reden, ob man da nicht alternative Formen findet. Es ist so ein vergiftetes Angebot, hätte ich fast gesagt, so. Ja, aber das ist doch ein Spiel, dass du guckst dem HSV doch seit fast 15 Jahren dabei zu, oder jetzt sagen wir akut 10 Jahren, dass genau das jedes Jahr wieder aufs Neue passiert, weil es zu viele Menschen drumherum und intern der Meinung sind, sie wissen es alle besser als die anderen, die genau neben ihnen sitzen, mit denen sie zusammenarbeiten müssten. Das Interessante finde ich, es ist ja eigentlich dieselbe Idee wie damals HSV Plus, wo halt überhaupt erst Kühne dann Anteile kaufen konnte durch dieses HSV Plus. Und irgendwie setzt Kühne da auch so ein bisschen auf die Demenz, weil dieses HSV Plus ist ja, wenn du dir alles in allem sagst, ist ja grandios gescheitert. Also wie bei Hertha, diese Windhorst-Millionen, ist in der HSV die Millionen auch komplett weggeblasen worden. Ja. Und das jetzt mit Kühne anders sein soll, nur weil er noch einen Platz mehr im Aufsichtsrat bekommt. Da gibt es ja irgendwie so viele offene Fragen, oder? Also das eine ist für mich weiterer Platz im Aufsichtsrat, nach allem, so wie Kühne es vorgeschlagen hat, wäre das ein Angriff von 50+1, weil er dann 2 von 5 Aufsichtsratsplätzen hätte und über den dritten aber mitentscheiden möchte, was aus meiner Sicht nicht ginge. Also dann das wäre dann die Frage so. Da sind wir jetzt wieder bei einem sehr schwierigen Thema, aber will ich jetzt gar nicht ausführen. Hannover 96 wird jetzt vor Gericht, geht jetzt Kind vor Gericht, weil er eben dann vom EV abberufen wurde. Und dann wieder die Frage, wie ist da die Zusammensetzung von Vorstand, Aufsichtsrat, genau. Das geht jetzt in die Prüfung. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, ja, das geht eigentlich. Deswegen auch, was Nico gerade sagte, wenn Marcel Janssen sagt, das ist in dieser Form nicht anzunehmen, dann ist das ja vielleicht auch etwas, wo einfach ein Jurist gesagt hat, naja, also das geht halt vielleicht so nicht. Oder wir Marcel Janssen, ich habe es jetzt hier gerade nochmal aufgeschlagen, Der hat vor allen Dingen mit dem, wir dürfen gar nicht so viele Anteile verkaufen, ohne dass die Clubmitglieder Ja sagen und die Clubmitglieder werden nicht Ja sagen. Hat er so Blume gesagt, aber es ist halt das, was er. Genau, das wäre jetzt der weitere Punkt gewesen, weil man hat ja jetzt im Spiel auch gesehen am Wochenende, wie die Ultraszene dazu steht. Das war jetzt auch keine große Überraschung. Aber darüber haben wir auch letzte Woche im Themenfrühstück gesprochen. Es ist ja wirklich die Frage, wie würde so eine Mitgliederversammlung ausfallen und wie würde das dann wieder öffentlichkeitswirksam verkauft werden, wenn möglicherweise ein Großteil der HSV-Mitglieder sagt, wir wollen das gar nicht und dann Kühne so brüskiert wird? Oder bietet man ihm nicht vorher schon, weil er das ja offenbar selber gar nicht so schnallt, hat man das Gefühl, oder? Dass das vielleicht nicht gut ankommt, bietet man ihm nicht vorher vielleicht schon Exit und sagt, hey, möchtest du vielleicht nur 50 Millionen geben, die wir gerade brauchen, um unser Stadion zu renovieren. Und das brauchen wir nämlich ganz dringend gerade, das Geld. Möchtest du nicht vielleicht das geben und dann bekommst du nur 10% mehr? Ich glaube, wir haben das Problem nicht bei der Mitgliederversammlung. Das stimmt, aber er will, glaube ich, die Macht haben. Darum geht es da dann auch sehr stark weiter. Klar. Ich glaube nicht, dass da irgendwas daraus folgt. Nico?
Nee, genau das ist das, was ich vorhin meinte. Dass es auf jeden Fall, also dass nur ein nächstes Kapitel ist, dass immer weiter neue Angebote kommen werden und man auch an diesem Tropf hängen bleiben wird. Und da ist ja genau die toxische Beziehung zwischen Kühne und dem HSV fest verankert in diesem Angebot öffentlich quasi. Das, was man eh schon intern an Grabenkämpfen hat, nochmal offiziell in ein Angebot zu schreiben, dass man sagt, die 50% Idioten, die auf der Seite stehen, die nicht meiner Agenda entsprechen, die sind inkompetent und die führen diesen Verein schlecht, deswegen kriegt ihr von mir Geld, damit ihr Leute einsetzt, die kompetent sind. Und das sagt die Person, die offensichtlich um sich herum Berater hat, die ganze Zeit also eine interessante Agenda verfolgen. Und ich weiß nicht, ich glaube, Rainer Kallmund ist ein sehr enger Verbündeter und auch Berater von ihm, inwiefern das von einer Kompetenz ausreichen, und das formuliere ich jetzt so vorsichtig, wie ich kann, an Kompetenz ausreichen ist, um zu verstehen, wie der HSV funktioniert. Denn das, ich finde, wenn man von, wir sind hier zu dritt, wir können von dritten noch, ich habe das Gefühl, dass dieser Verein nach wie vor ein riesengroßes Potenzial hat, eine riesengroße Macht hat und auch damit ein richtiges Gewicht in der ersten Fußball-Bundesliga sein kann, wenn dass die Leute intern mal verstehen würden, dass sie nicht die ganze Zeit Grabenkämpfe und gegeneinander kämpfen müssen. Ich kann mich an kein Halbjahr erinnern, in dem es nicht irgendwo darum ging, dass irgendein Verantwortlicher zurückgetreten ist oder irgendjemand einen anderen diffamiert hat und so weiter. Das kann doch auf Dauer nicht gut gehen. Und eigentlich muss ich mal jetzt, und ich rede hier als Werder Bremen, und ich möchte da nicht über die weitere Arbeit von Jonas Bolt reden. Rein die Tatsache, wie dieses Konstrukt rein um die sportliche Leitung diesen Trainer in dieser Saison geschützt hat, zeigt doch, was man gemeinsam schaffen kann. Der HSV war weg. Und normalerweise wäre der HSV genau an dem Punkt, wo sie waren, hätten sie den Trainer rausgeschmissen, dann hätte Horst Rubisch wieder für 6 Spiele übernommen, dann wären sie am Ende der Saison Vierter geworden und dann hätte man den nächsten dahingesetzt. Jetzt hat man das nicht gemacht, jetzt hat man diesen Trainer machen lassen. Was hat er, womit hat er das zurückgezahlt? Mit einem Run und einer geschlossenen Gemeinschaft im Kader und rund um die ganze Mannschaft. Und sie sind in der Relegation am Ende ängstlich an Hertha gescheitert, ja. Aber sie waren unheimlich stark, finde ich. Und wenn du jetzt, du fängst doch jetzt schon wieder genauso an. Lass doch mal das Offizielle so weitermachen, dann liegt Walter am 11. Spieltag, weil Darmstadt und Heidenheim 2 Punkte vor ihm sind. So, und dann setzt Kühne oder Rainer Kallmund und den nächsten Trainer ein oder was. Also versteht ihr, was ich meine? Und nochmal, jeder HSV-Fan, ich meine das wirklich gut in diesem Kontext. Ich meine das wirklich gut. Ja, dieser ganze Verein braucht einfach Ruhe und es ist war schon vor Kühne eigentlich schon zu viel, oder? Also Tim Walter, der dann wieder angefangen hat, obwohl der ja gerade, finde ich, nicht so das Standing dafür hat, weil er ja schon davor war, rausgeworfen zu werden, der dann aber zu Saisonbeginn jetzt erstmal neue Spieler gefordert hat, in einer Situation, in der sich zumindest 2 große Gruppen im Verein aufgetan haben, nämlich die einen, die sagen, okay, wir müssten eigentlich das Geld, was wir jetzt noch haben, in die Mannschaft investieren und wir müssen dringend wieder hoch, während eine andere Gruppierung sagt rund um den Finanzvorstand, wir müssten jetzt mal aufpassen, das Stadion herzurichten. Und in dieser Gemengelage, wo es ja, glaube ich, schon schwierig genug ist, für Ruhe zu sorgen, kommt Klaus-Michael Kühne und sagt, hier sind 120 Millionen Euro. Wollt ihr haben oder nicht? Ich glaube, der ist auch nicht so involviert in das Tagesgeschäft. Kriegt er irgendwie mit, dass da um Wüstefeld Ärger gibt. Der liest da seine Mopo wahrscheinlich oder Abendblatt, genau. Was auch immer der liest. Ich würde sagen, eher Mopo. Deswegen mache ich jetzt auch Klaus-Michael Kühne gar nicht so um. Also natürlich ist er ein Faktor dafür, dass es unruhig wird, was er vielleicht gar nicht unbedingt mit Absicht macht. Ich will nur damit sagen, der Verein hat eigentlich gerade genug damit zu tun, für Ruhe zu sorgen. Und dann kommt natürlich so ein Angebot nochmal zur Unzeit, oder? Ja, klar. Es ist ja auch, ich würde jetzt auch ihm nicht den Vorwurf draus machen. Das ist natürlich ein abgekartetes Spiel und das ist natürlich völlig klar, dass er damit den HSV vor sich hertreiben will. Aber mei, so schlecht macht er es nicht. Zumindest dieses öffentliche Spiel, aber dann intern, ich glaube, deine Ahnung von Fußball ist beschränkt. Und ich weiß auch nicht, ich schätze Rainer Kallmund sehr, aber ob er jetzt der beste Berater im Jahr 2022 ist, ist dann die nächste Frage. Aber gut. Genau das meine ich. Ja. Denn mal ganz ernsthaft, auf, der offensichtlich in seinem Berufsleben richtig was aufgebaut hat. Das machst du nicht so. Und selbst wenn du es nicht selber gemacht hast, hast du dann in dem Kontext für dein berufliches Umfeld sehr gute Berater gehabt und sehr gute Leute um dich herum, die dafür gesorgt haben, dass das Imperium so groß wird. Das heißt, du hast deswegen so viel Schotter und so einen Rucksack voll Geld in der Hand, womit
unterstützen kannst. Warum ist dann an dieser Stelle aber die Kompetenzlage so eklatant? So, inklusive dem Bewusstsein, dass man sich doch, selbst wenn ich der Meinung bin, die um mich rum sind, sind die besten Berater, die ich haben kann, dann muss man doch trotzdem Innen- und Außenwirkung bei sowas betrachten. Man muss doch sich darüber bewusst sein, dass man sehenden Auges genau das Gleiche tut, was seit 10 außen jeder beim HSV belächelt. Und das kannst du noch, dann kannst du noch nicht 2022 nochmal wieder das Gleiche machen und nochmal wieder sagen, die inkompetente Führung muss weg, dann kriegt ihr Geld von mir. So, das ist so wie, das stirbt langsam Teil 14. Ja gut, so. Aber, ja. Ja, so ist es, stirbt langsam Teil 14. Langsam sterben muss auch diese Sendung, denn wir sind am Ende angekommen unserer Zeit und unserer Themen, die wir abfrühstücken wollten, auch wenn wir nicht beim Themenfrühstück sind. Naja. Tobi, vielen Dank, dass du hier warst. Ich habe zu danken. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ein Shoutout für das Elf-Freunde-Themenfrühstück, aber auch für das Elf-Freunde.de, für das gesamte Elf-Freunde-Heft, oder? Gerne, sehr, sehr gerne. Schaut rein. Irgendwas, worüber wir Werbung machen sollen? Alles gut. Irgendwie ein Influencer-Deal, den du da am Start hast, irgendwie ein Sport-Drink oder sowas noch? Ja, Link für den Proteinpulver kommt in den Kommentaren. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ja. Nico, dir herzlichen Dank, dass du dich aus dem fernen Ausland uns zugeschaltet hast. Da können sich andere Bundesliga-Mitglieder eine Scheibe abschneiden. Nein. Natürlich, Nils und Etienne sei ihr Urlaub gegönnt. Dass sie haben auch noch vieles anderes zu tun und sie wollen ja auch zur Gamescom wieder einsatzbereit sein, die ja bald startet. Bundesliga wird nicht aussetzen. Kommende Woche dürfte zumindest Etienne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wieder da sein. Dann könnt ihr euch wieder darauf freuen. Dann habt ihr wieder eure klassische Bundesliga-Duo und wie gesagt, nächste Woche hoffentlich Noah am Start. Ja, nächste Woche Noah am Start. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut.